Gravitationswellen. Erschütterung der Raumzeit, entfacht von den extremsten Ereignissen in unserem Kosmos. Doch war das heutige Wissen über diese Wellen der Raumzeit nicht immer gegeben. Es bedurfte schon der Grundlagenforschung vieler Physiker wie Isaac Newton oder Albert Einstein, die Basis für eine Entdeckung zu liefern, welche die Astronomie bis heute in Atem hält und für ein neues Zeitalter in der Weltraumforschung sorgt. Doch wie kommen Gravitationswellen zustande? Was haben Newton und Einstein dazu geforscht und welche Ereignisse sind so extrem, dass sie die Raumzeit selbst zum Schwingen bringen? In diesem Supercut meiner zweiteiligen Reihe zu den Gravitationswellen entführe ich euch auf eine Reise nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum. Wir schauen uns an, was Newton und Einstein machten und wie sie die Grundlagen für eine der aufregendsten wissenschaftlichen Entdeckungen unserer Zeit legten. Dann wollen wir uns verschmelzende schwarze Löcher ebenso anschauen wie verschmelzende Neutronensterne. Beides Ereignisse, die starke Gravitationswellen auslösen können. Und schließlich wollen wir uns die neueste Entdeckung der Physik, den unvorhersehbaren Gravitationswellenhintergrund, genauer ansehen und uns fragen, was ist der Gravitationswellenhintergrund? Reisen Gravitationswellen wirklich durch das ganze Universum und wie weisen Wissenschaftler sie nach? Zusammen mit dem Astrophysiker Dr. David Champion begeben wir uns auf eine faszinierende Reise zu den größten Ereignissen in unserem Kosmos. Ich wünsche euch viel Spaß. Die Geschichte der Gravitation ist untrennbar mit dem Namen Sir Isaac Newton verbunden. Um zu verstehen, wie er auf seine revolutionären Ideen gekommen ist, werfen wir einen Blick auf die Welt, in der er aufgewachsen ist. Isaac Newton wurde 1642 in einem kleinen Dorf in England geboren, in einer Zeit großer Unsicherheit und Veränderungen. Das 17. Jahrhundert war das Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution. Es war eine Zeit, in der das mittelalterliche Verständnis der Menschen von der Welt herausgefordert und durch neue, auf Beobachtung und Vernunft basierende Ideen ersetzt wurde. Galileo Galilei, René Descartes, Francis Bacon, all diese Denker legten das Fundament für die moderne Wissenschaft. Und es war in diesem fruchtbaren Boden, dass Newtons Ideen Wurzeln schlugen. Die Legende von Newton und dem fallenden Apfel ist vielleicht eine der bekanntesten Geschichten einer wissenschaftlichen Entdeckung. Es wird erzählt, dass Newton, während er in seinem Garten saß, einen Apfel von einem Baum fallen sah und begann, über die Kraft nachzudenken, die den Apfel zu Boden zog. Es gibt jedoch keine direkten zeitgenössischen Quellen, die diese Geschichte bestätigen, und sie wurde erst nach Newtons Tod verbreitet. Jedoch berichtete ein Freund und Biograf von Newton, William Stukeley, dass Newton ihm selbst diese Geschichte erzählt habe. Laut seinen Aufzeichnungen erzählte Newton ihm während eines Abendessens im Jahr 1726, dass er auf die Idee der Gravitation gekommen sei, während er in kontemplativer Stimmung unter einem Apfelbaum saß und einen Apfel zu Boden fallen sah. Obwohl es wahrscheinlich ist, dass Newton diese Geschichte teilweise zur Veranschaulichung seiner Ideen aufbereitet hat, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass sie völlig erfunden ist. Newton verbrachte einen Großteil seines frühen wissenschaftlichen Werdegangs in Woolsthorpe Manor, seinem Familienhaus in Lincolnshire, England, wo es viele Apfelbäume gibt. Doch sicherlich stellte sich Newton folgende Frage: Könnte diese Kraft dieselbe sein, die den Mond in seiner Bahn um die Erde hält und die Planeten ihre Bahn um die Sonne ziehen lässt? Diese einfache Frage führte Newton zu seiner universellen Theorie der Gravitation. Er formulierte das Gesetz der universellen Schwerkraft, das besagt, dass jede Masse eine Anziehungskraft auf eine andere Masse ausübt, die umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung zwischen ihnen ist. Mit diesem Gesetz konnte Newton sowohl den Fall des Apfels als auch die Bewegung der Planeten erklären. Ein wirklich revolutionärer Durchbruch. Doch wie bei vielen großen wissenschaftlichen Entdeckungen war der Weg zur Akzeptanz von Newtons Gravitationstheorie nicht immer einfach. Obwohl seine mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, besser bekannt als Principia, schnell Anerkennung fanden, gab es auch Skeptiker. Einige seiner Zeitgenossen, vor allem René Descartes Anhänger, lehnten die Idee einer Handlung in der Ferne, wie sie Newtons Theorie implizierte, ab. Sie konnten nicht akzeptieren, dass Körper sich gegenseitig beeinflussen könnten, ohne durch ein Medium oder eine Substanz in Kontakt zu stehen. Doch Newtons Theorie konnte die Bewegung der Planeten und andere Phänomene mit einer Präzision vorhersagen, die keine andere Theorie zu dieser Zeit erreichen konnte. Mit der Zeit überwog die Stärke von Newtons Vorhersagen und seine Gravitationstheorie wurde allgemein akzeptiert. Sie wurde zum festen Bestandteil des wissenschaftlichen Verständnisses und blieb dies fast unangefochten für mehrere Jahrhunderte, bis zu dem Moment, als ein anderer Wissenschaftler auf der Bühne erschien
und eine noch radikalere Sicht auf das Universum vorstellte, Albert Einstein. Doch bevor wir zu Einstein gelangen, wollen wir uns noch etwas genauer mit Newton und seiner Theorie beschäftigen. Um die Tiefe und das Ausmaß von Sir Isaac Newtons Theorie der Gravitation wirklich zu begreifen, wollen wir uns zunächst auf seine Grundannahmen konzentrieren. Er stellte fest, dass zwei Massen, unabhängig von ihrer Größe und unabhängig von der Entfernung zwischen ihnen, sich gegenseitig anziehen. So weit, so gut. Diese Anziehungskraft, die er Gravitationskraft nannte, wirkt über weite Strecken und ist immer vorhanden, egal ob wir uns ihr bewusst sind oder nicht. In seiner berühmten Formulierung des ersten Gravitationsgesetzes, die als das inverse Quadratgesetz bekannt ist, beschrieb Newton diese Anziehungskraft mathematisch. Er stellte fest, dass die Gravitationskraft zwischen zwei Massen proportional zum Produkt der Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung zwischen ihnen ist. Diese Formulierung ermöglichte es Newton, eine Vielzahl von Phänomenen zu erklären. Von der Bewegung eines Apfels, der zu Boden fällt, bis hin zu den komplexen Bewegungen der Planeten im Sonnensystem. Aber Newton ging noch einen Schritt weiter. Sein zweites Gesetz der Bewegung, das besagt, dass die Beschleunigung eines Körpers proportional zur auf ihn ausgeübten Kraft und umgekehrt proportional zu seiner Masse ist, war der Schlüssel, um das Gravitationsgesetz mit der tatsächlichen Bewegung von Körpern zu verbinden. Dieses Gesetz war nicht nur für die Erklärung der Gravitation essentiell, sondern lieferte auch die Grundlage für die klassische Mechanik, jenen Zweig der Physik, der sich mit der Bewegung von Körpern befasst. Newton konnte mit diesen Gesetzen zeigen, dass die Bewegung von Körpern sowohl auf der Erde als auch im Himmel durch die gleichen grundlegenden Prinzipien geregelt werden. Ein Apfel fällt zu Boden, weil die Gravitationskraft der Erde ihn anzieht, und der Mond bleibt in seiner Bahn um die Erde, weil die Gravitationskraft der Erde ihn in einer konstanten Umlaufbahn hält. Trotz der enormen Leistung seiner Theorie stieß Newton jedoch auf einige unerklärliche Phänomene. Insbesondere die geringfügige Abweichung in der Umlaufbahn des Planeten Merkur von den Vorhersagen seiner Theorie konnte er nicht erklären. Diese Abweichung, die als Periheldrehung bezeichnet wird, war ein erstes Anzeichen dafür, dass unter bestimmten Bedingungen eine erweiterte Theorie benötigt wurde, um die Gravitation vollständig zu erklären. Diese erweiterte Theorie sollte fast zwei Jahrhunderte später von Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie geliefert werden. Unsere Reise durch die Geschichte der Gravitation führt uns jetzt ins frühe 20. Jahrhundert. Diese Ära wurde geprägt durch tiefe soziale Veränderungen und umwälzende wissenschaftliche Durchbrüche. An der Spitze davon Albert Einstein, dessen Name und Arbeiten die Physik und unser Verständnis des Universums für immer verändert haben. Einstein begann seine Arbeit an der allgemeinen Relativitätstheorie bereits um 1907 und vollendete sie 1915. Diese 8 Jahre voller Forschung und Entdeckung kamen in einer Zeit der weltweiten Unsicherheit und tiefgreifenden wissenschaftlichen Entdeckungen. Es war das Zeitalter der Quantenmechanik, eine Ära, in der die Physiker begannen, die seltsamen und oft widersprüchlichen Gesetze zu enthüllen, die die Welt der Atome und Subpartikel regieren. Gleichzeitig war diese Periode auch geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkriegs, einem der tödlichsten Konflikte der menschlichen Geschichte, der das Antlitz der Welt für immer veränderte. Inmitten dieses Chaos verbrachte Einstein seine Zeit zwischen dem geschäftigen Berlin und dem ruhigen Prag, weit entfernt von den Schlachtfeldern und doch tief berührt von den sozialen und politischen Veränderungen, die um ihn herum vor sich gingen. In diesem Klima des Wandels und der Entdeckung stellte sich Einstein eine Frage, die vielleicht niemandem vorher in den Sinn kam. Die Frage nach dem freien Fall. Sie stand im Mittelpunkt seines Denkens. Laut der Newtonschen Physik würde jemand, der von einem Dach springt, das Gefühl haben, dass er beschleunigt, weil die Schwerkraft ihn nach unten zieht. Aber Einstein bemerkte, dass man, wenn man andere Faktoren wie zum Beispiel den Luftwiderstand ignoriert, tatsächlich nicht das Gefühl hat, zu fallen. Eher würde es sich anfühlen, als ob man schwebt. Dieses Gedankenexperiment führte Einstein zum Äquivalenzprinzip, die Idee, dass es unmöglich ist, zwischen den Auswirkungen der Gravitation und denen der Beschleunigung zu unterscheiden. Wenn man sich in einem abgeschlossenen Raum befindet und nicht in der Lage ist, aus dem Fenster zu schauen, wäre es unmöglich zu sagen, ob der Raum sich in einem Gravitationsfeld befindet und quasi stillsteht oder ob man mit konstanter Beschleunigung gefahren wird. In beiden Situationen würden wir sowohl das Gravitationsfeld als auch die konstante Beschleunigung als Schwerkraft wahrnehmen. Anders gesagt, Gravitation und Beschleunigung sind in diesem Sinne äquivalent. Sie haben die gleichen Auswirkungen und sind ohne externe Referenzpunkte nicht voneinander zu unterscheiden.
Doch bevor Einstein das Äquivalenzprinzip und die allgemeine Relativitätstheorie formulierte, hatte er bereits eine andere bahnbrechende Theorie entwickelt, die als spezielle Relativitätstheorie bekannt ist. Diese Theorie, die er 1905 veröffentlichte, stellte eine grundlegende Überarbeitung unserer Vorstellung von Raum und Zeit dar und beruht auf zwei Postulaten. Das erste besagt, dass die Gesetze der Physik in allen Inertialsystemen gleich sind. Inertialsysteme sind Systeme, die sich mit gleicher Geschwindigkeit relativ zueinander bewegen. Das zweite Postulat besagt, dass die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum für alle Beobachter, unabhängig von ihrer eigenen Bewegung oder der Bewegung der Lichtquelle, konstant ist. Diese Postulate hatten tiefe und oft kontraintuitive Auswirkungen. Sie führten zur Idee der Zeitdilatation, dass eine Uhr, die sich relativ zu einem Beobachter bewegt, langsamer zu laufen scheint als eine ruhende Uhr. Sie führten auch zur Idee der Längenkontraktion, dass ein Objekt, das sich relativ zu einem Beobachter bewegt, kürzer zu sein scheint, als wenn es in Ruhe wäre. Doch war die spezielle Relativitätstheorie nur der erste Schritt auf Einsteins Weg zur allgemeinen Relativität. Sie legte das Fundament für sein Verständnis von Raum und Zeit und bereitete den Weg für seine revolutionäre Neuformulierung der Gravitation. Statt diese als eine zwischen zwei oder mehrere Massen wirkende Kraft zu betrachten, wie Newton es vorschlug, beschrieb Einstein die Gravitation als eine Manifestation der Krümmung der Raumzeit, verursacht durch Masse und Energie. Die Planeten bewegen sich um die Sonne, nicht weil eine unsichtbare Kraft sie auf einer elliptischen Bahn hält, sondern weil sie den kürzesten Weg in einem gekrümmten Raum nehmen, der durch die Masse der Sonne beeinflusst wird. Die allgemeine Relativitätstheorie hat viele Vorhersagen gemacht, die sich von denen der Newtonschen Theorie unterscheiden. Eine der bekanntesten ist die Prognose, dass Lichtstrahlen, die nahe an einem massereichen Objekt vorbeilaufen, abgelenkt werden, ein Phänomen, das als Gravitationslinseneffekt bekannt ist. Für Einstein selbst war die allgemeine Relativitätstheorie sein größter wissenschaftlicher Beitrag. Trotz ihrer Komplexität und abstrakten Natur hat sie unser Verständnis vom Universum grundlegend verändert. Insbesondere Gravitationsfelder und Raumzeitkrümmung sind in Astronomie und Physik heute nicht mehr wegzudenken. Doch wie können wir uns die Raumzeit vorstellen und was sind ihre genauen Eigenschaften? In einem weiteren Kapitel wollen wir nun auf den Tanz von Raum und Zeit eingehen, indem wir sowohl die Eigenschaften der Raumzeit und die Zeitdilatation erforschen, als auch die Längenkontraktion eines sich schnell bewegenden Objektes betrachten. Um die Komplexität und den schwer vorstellbaren Aspekt von Gravitationsfeldern und Raumzeit zu begreifen, ist es unabdingbar, dass wir uns auf eine tiefgreifende Reise in das Herz der allgemeinen Relativitätstheorie begeben, jenes außergewöhnlichen Werks von Albert Einstein, das bis heute das Verständnis unserer physikalischen Realität bestimmt. In diesem Rahmenwerk verschmelzen die auf den ersten Blick voneinander unabhängigen Konzepte von Raum und Zeit zu einem vierdimensionalen Kontinuum. Dieses Kontinuum, das als Raumzeit bezeichnet wird, dient als Bühne und Fundament unseres Universums, auf der alle kosmischen Ereignisse stattfinden. Seit der Zeit der klassischen, Newtonschen Physik, die unser grundlegendes Verständnis der Gravitation viele Jahrhunderte prägte, bis hin zur fortgeschrittenen allgemeinen Relativitätstheorie, hat sich unsere Vorstellung davon, was ein Gravitationsfeld ist und wie es wirkt, dramatisch weiterentwickelt. Ursprünglich, in der Welt der Newtonschen Physik, wurde das Gravitationsfeld als eine Kraft verstanden, die zwischen zwei Massen wirkt. Jedes Objekt mit Masse erzeugt ein Gravitationsfeld und jede andere Masse in diesem Feld spürt eine Anziehungskraft, die proportional zur Größe der Masse und umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung ist. Dieses klassische Konzept funktioniert bemerkenswert gut für die meisten praktischen Anwendungen. Tatsächlich ist es diese Theorie, die es uns ermöglicht, Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken, die Bewegung der Planeten zu berechnen und ein grundlegendes Verständnis der Dynamik unseres Sonnensystems zu erlangen. Aber wie alle wissenschaftlichen Theorien hat auch sie ihre Grenzen. Diese Grenzen wurden durch die scharfsinnigen Beobachtungen und durchdachten Überlegungen von Albert Einstein aufgedeckt, der eine gänzlich neuartige Perspektive auf das Gravitationsfeld und dessen Funktionsweise vorstellte. Deshalb war auch eine der Voraussagen der allgemeinen Relativitätstheorie gewaltig. Sie besagte, dass die Bahn des Lichtes sich durch die Einwirkung größerer Massen verändern könne. Forscher waren also auf der Suche nach der sogenannten Gravitationslinse bzw. der Lichtablenkung, unter ihnen auch der Astrophysiker Arthur Eddington, der versuchte, die allgemeine Relativitätstheorie zu bestätigen. Er unternahm im Mai 1919 eine Reise nach Westafrika, um dort eine Sonnenfinsternis zu beobachten,
was ihm ermöglichte, Sterne in der Sonnenumgebung zu fotografieren. Diese Sterne lagen praktisch alle in der gleichen Blickrichtung wie die Sonne und wurden von ihr normalerweise überstrahlt, sodass sie nicht beobachtbar waren. Denn nachts kann man ja nur jene Sterne beobachten, die auf der sonnenabgewandten Seite der Erdoberfläche liegen. Er wollte die Aussage Einsteins, dass die Bahn des Lichtes von größeren Massen abgelenkt werden konnte, überprüfen lassen. Die Sterne, die Eddington beobachten würde, sollten also nicht an ihrer ursprünglichen Position, sondern leicht verschoben stehen. Und siehe da, der Astrophysiker beobachtete, wie die Sterne ihre Position zu verändern schienen. Das Licht dieser Objekte wurde durch das Gravitationsfeld der Sonne abgelenkt, sodass sie scheinbar etwas weiter von der Sonne entfernt standen. Damit gelang Eddington die erste experimentelle Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Wissenschaft dahinter liest sich auf dem Blatt recht einfach, weshalb wir es auch dabei belassen wollen. Ein massereicher Körper wie unsere Sonne krümmt den Raum, sodass Lichtstrahlen nicht geradlinig an dieser Masse vorbei, sondern abgelenkt werden, wie bei einer Linse aus Glas. Das führt zu dem Namen Gravitationslinse. Gravitationslinsen in diesem Sinne können alle massereichen Himmelsobjekte im Universum sein. Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen oder schwarze Löcher sind nur ein paar der Himmelsobjekte, die genügend Masse besitzen, um den Raum stark zu krümmen. Dabei ist es möglich, dass das Licht von Objekten, die von uns aus gesehen hinter anderen Himmelsobjekten liegen, durch die Lichtablenkung mehrfach erscheinen, da das Licht ja nicht nur einen Weg nimmt, sondern aus unterschiedlichen Winkeln auf den Beobachter trifft. Auf Basis dieser Verzerrung lässt sich etwa sagen, welchen Umweg bestimmte Lichtstrahlen machen mussten und wie weit sie von uns weg sind. Der Begriff Raumzeit mag zunächst ebenfalls abstrakt und esoterisch klingen, aber er ist ein unverzichtbarer und grundlegender Bestandteil unseres modernen Verständnisses des Universums. Er offenbart, dass Raum und Zeit nicht separate Entitäten, sondern untrennbar miteinander verknüpft sind und dass die Präsenz von Masse und Energie die Struktur dieses Raumzeitkontinuums beeinflusst und formt. Diese Erkenntnis lehrt uns, dass das Universum, in dem wir leben, nicht einfach eine starre, unveränderliche Bühne ist, auf der die Sterne und Planeten ihre Rollen spielen. Vielmehr ist es ein dynamisches, sich ständig veränderndes, lebendiges Gefüge, das von den Massen und Energien, die es bevölkern, geformt und geprägt wird. In dieser Sichtweise ist das Universum weit mehr als nur der Raum, in dem kosmische Phänomene stattfinden. Es ist ein aktiver Teilnehmer an diesen Ereignissen. Doch wurde nicht nur der Begriff der Raumzeit geboren, sondern auch das äußerst merkwürdige Verhalten von sich schnell bewegenden Objekten entdeckt, die Längenkontraktion. Sie ist ein grundlegender Effekt, welcher der speziellen Relativitätstheorie entstammt, jener Theorie, wir erinnern uns, die Einstein schon 1905 veröffentlichte, bevor er die allgemeine Relativitätstheorie rund 10 Jahre später herausbrachte. Die Längenkontraktion beschreibt das Phänomen, dass sich die Länge eines Objektes, das sich mit hoher Geschwindigkeit bewegt, aus der Perspektive des Beobachters verkürzt erscheint. Doch ist dies keine Verkürzung im physischen Sinne, sondern eine Konsequenz der Raum-Zeit-Verzerrung, die bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Interessanterweise erscheint dieser Effekt nicht in der eigenen Ruhe des sich bewegenden Objektes. Das Objekt würde in seinem eigenen Bezugssystem ohne jegliche Verkürzung seiner Länge normal erscheinen. Stellt euch dazu vor, ein Raumschiff bewegt sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit durch das Universum. Ein Beobachter, der sich auf der Erde befindet und das Raumschiff betrachtet, würde es als verkürzt wahrnehmen, wie zusammengedrückt. Doch nicht nur das Raumschiff selbst würde kontrahiert erscheinen, auch alle Objekte in seinem Inneren wären aus der Perspektive des Beobachters ebenfalls zusammengezogen. Die Passagiere und Objekte an Bord des Raumschiffs bewegen sich jedoch mit ihm und sind innerhalb dieses Bezugssystems. Anders als die Beobachter auf der Erde würden sie keine Längenkontraktion erfahren, und für sie behielte das Raumschiff seine normale Länge bei. Die Auswirkungen der Längenkontraktion beziehen sich jedoch nicht nur auf Objekte, sondern auch auf Distanzen im Kosmos, also auf die Entfernung zwischen zwei Punkten. Eine weit entfernte, sich von uns mit hoher Geschwindigkeit wegbewegende Galaxie würde aus unserer Perspektive näher erscheinen, als sie tatsächlich ist. Das liegt an der Längenkontraktion des Raumes zwischen uns und der Galaxie. In Wirklichkeit hat sich die Entfernung zur Galaxie nicht physisch verändert, aber die Raumzeitverzerrung, die durch die relative Bewegung verursacht wird, lässt die Entfernung kontrahiert oder verkürzt erscheinen. Ebenfalls würde die Längenkontraktion nur in der Bewegungsrichtung des betrachteten Objektes auftreten. Bleiben wir dazu bei unserem hypothetischen Raumschiff, nur dass es dieses Mal eine zigarrenförmige Form hat und sich in Längsrichtung bewegt.
Ihr könnt euch das Raumschiff wie den interstellaren Asteroiden Oumuamua vorstellen. Das Raumschiff würde aus der Perspektive eines ruhenden Beobachters kontrahiert oder verkürzt erscheinen. Die Verkürzung würde sich auf die Länge des Raumschiffs beziehen, während sein Durchmesser unverändert bliebe. Wenn das Raumschiff sich jedoch quer zu seiner Längsachse bewegen würde, dann würde es in seiner Länge nicht kontrahiert erscheinen, sondern in seinem Durchmesser. Die Zeitdilatation ist ein weiterer, zugleich faszinierender und auch provokativer Aspekt der speziellen Relativitätstheorie. Sie beschreibt das merkwürdige Phänomen, dass eine Uhr, die sich relativ zu einem Beobachter bewegt, aus ihrer Perspektive langsamer zu ticken scheint. Es ist, als wäre die Uhr in einer Art Zeitlupe gefangen und würde langsamer laufen. Doch wie bei der Längenkontraktion tritt diese scheinbare Verlangsamung der Zeit nicht in dem sich bewegenden System auf. Aus der Sicht der Uhr und allem und jedem, was und der sich mit ihr bewegt, würde alles normal weiterlaufen. Sie würde in ihrem eigenen Bezugssystem normal ticken. Stellen wir uns dazu ein beliebiges Raumschiff vor, vielleicht den Millennium Falcon aus Star Wars. An Bord von Han Solos Raumbegleiter befindet sich eine Uhr und sein haariger Freund. Der Millennium Falcon ist in der Lage, sich mit Lichtgeschwindigkeit zu bewegen. Für unsere Zwecke reicht jedoch ein Tempo nahe der maximal möglichen Geschwindigkeit aus. Angenommen, ihr steht auf der Erde und beobachtet dieses Raumschiff, wie es fast instantan durch das Universum rast. Stellt euch nun vor, während der Falcon daher rast, dass die Uhr an Bord des Raumschiffs aus eurer Perspektive langsamer laufen würde, als wenn sie bei euch auf der Erde wäre. Interessanterweise wären sich Han und sein haariger Kumpel dieser Verlangsamung nicht bewusst. Für sie würde die Uhr normal laufen. Dies ist die Zeitdilatation in Aktion. Die Auswirkungen der Zeitdilatation sind jedoch nicht auf inanimate, also nicht lebendige Objekte wie Uhren, beschränkt. Jedes lebende Wesen, das sich an Bord des fast lichtschnell bewegenden Millennium Falcons befindet, würde von diesem Phänomen ebenfalls betroffen sein. Aus seiner eigenen Perspektive würde das Lebewesen normal altern. Seine biologischen Prozesse würden weiterlaufen, als ob es sich in einem Zustand der Ruhe befindet. Allerdings würden diese Prozesse aus eurer Perspektive auf der Erde so aussehen, als ob sie langsamer ablaufen. Es wäre, als ob das Lebewesen in einer Art Zeitlupe lebt, während es durch das Universum reist. Und weil wir dank Einsteins Äquivalenzprinzip gelernt haben, dass Beschleunigung und Gravitation die gleichen Effekte haben, tritt die Zeitdilatation auch in der Nähe von massiven Körpern auf. Das bedeutet, dass eine Uhr, die sich in der Nähe eines massiven Körpers befindet, wie etwa eines massereichen Planeten oder eines schwarzen Lochs, langsamer laufen würde, als wenn sie sich in einem weniger von Gravitation beeinflussten Bereich des Raumes befindet. Dies ist als Gravitationszeitdilatation bekannt. Und sie liefert eine faszinierende Verbindung zwischen der Struktur von Raum und Zeit und der Präsenz von Masse und Energie. Anders beschrieben können wir es uns so vorstellen, dass das Objekt oder das Lebewesen in der Nähe des schwarzen Lochs eine ständige, massive Beschleunigung erfahren würde, denn das schwarze Loch würde versuchen, alles in seinem Rachen verschwinden zu lassen. Und wie ein schwarzes Loch eine fast unendliche Gravitationskraft über seinen Ereignishorizont hinaus besitzt, so würde sich auch die Masse eines Objektes, das sich der Lichtgeschwindigkeit nähert, ins Unendliche steigern. Deshalb wird es wohl auch immer unmöglich sein, etwas auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen, denn dafür bräuchte es unendlich viel Energie oder mehr Energie, als das Universum hergibt. Auf den ersten Blick erscheinen Längenkontraktion und Zeitdilatation äußerst merkwürdig und deutlich gegen unsere täglichen Erfahrungen und Intuitionen zu sprechen. Sich diese Effekte vorzustellen, ist sehr schwer, und doch handelt es sich bei ihnen um feste und bestätigte Komponenten unserer kosmischen Realität. Ach ja, bevor wir es vergessen, erinnert ihr euch noch an die Periheldrehung des Merkurs? Sie galt lange als eine Anomalie in der Astronomie und konnte von der Newtonschen Gravitationstheorie nicht erklärt werden. Einstein nahm sich dieses Phänomens an und versuchte, diese Anomalie zu beschreiben. Merkur ist bekanntlich der sonnennächste und kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Seine Entfernung zu unserem Zentralgestirn variiert zwischen etwa 46 und 70 Millionen Kilometern, was zu extremen Temperaturschwankungen auf seiner Oberfläche führt, mit Werten von bis zu 430 Grad Celsius am Tag und minus 180 Grad Celsius in der Nacht. Merkur hat eine sehr dünne Atmosphäre, die aus Atomen besteht, die durch den Sonnenwind in den Weltraum geblasen werden. Seine Oberfläche ist mit Kratern übersät, da es weder windbedingte Erosion noch irgendeine Art von Recycling seiner Oberfläche wie auf der Erde gibt. Ein Merkurjahr dauert etwa 88 Erdentage, wobei er sich für jeden Umlauf um die Sonne dreimal um seine eigene Achse dreht,
Das von Newton nicht verstandene Phänomen ist die Periheldrehung des innersten Planeten. Seine Umlaufbahn weist eine langsame, schrittweise Drehung um die Sonne auf. Nach Newtons Gravitationstheorie sollte die Umlaufbahn eines Planeten jedoch eine perfekte Ellipse darstellen, die sich im Laufe der Zeit nicht ändert. Doch Beobachtungen des Merkur zeigen, dass seine Umlaufbahn tatsächlich eine langsame Drehung aufweist, was als Periheldrehung bekannt ist. Diese Drehung ist sehr gering, nur etwa 43 Bogensekunden pro Jahrhundert, bewirkt aber einen Distanzunterschied von beachtlichen 12 Kilometern. Einstein fand eine Möglichkeit, dieses Phänomen zu erklären. Gemäß seiner allgemeinen Relativitätstheorie krümmt die Masse der Sonne die Raumzeit um sich herum und beeinflusst die Bewegung der Planeten. Merkur, der sich sehr nah an der Sonne befindet, bewegt sich in einer besonders stark gekrümmten Region der Raumzeit. Diese starke Krümmung führt dazu, dass die Umlaufbahn des Merkurs nicht einfach eine perfekte Ellipse bleibt, sondern sich langsam mit der Zeit dreht. Dies ist die Periheldrehung, die von verschiedenen Beobachtungen belegt wird. Neben dem Nachweis der Lichtablenkung war die Periheldrehung des Merkur einer der ersten großen Überprüfungen der allgemeinen Relativitätstheorie von Einstein und sie erwies sich als bemerkenswert erfolgreich. Dies festigte die Stellung der allgemeinen Relativitätstheorie als das präziseste und umfassendste Modell der Gravitation, das wir haben, insbesondere in Situationen, in denen die Gravitation stark genug ist, um eine bedeutende Krümmung der Raumzeit zu verursachen. Ausgehend von diesen revolutionären Umbrüchen und Konsequenzen der Einsteinschen Theorie hatten Physiker und Astronomen nun eine nahezu fehlerlose Vorstellung davon, wie Schwerkraft wirkt. Doch wie in jeder Wissenschaft wollten sie darüber hinausgehen und fragten sich daher, wie breiten sich Gravitationsfelder überhaupt aus? Werden sie einfach so in die Realität des Universums gesetzt und wirken instantan? Oder gibt es einen Mechanismus, der erklärt, wie sie von A nach B wirken? Die Suche nach den Ursachen sollte Wissenschaftler nicht nur zu einer weiteren, sehr spannenden Entdeckung führen, sondern auch zu einer anderen, sprichwörtlich universalen Erkenntnis. Bevor wir also zur konkreten Wirkungsweise von Gravitation gelangen, machen wir einen kleinen Ausflug zu den größten Gebilden des Universums und beginnen dabei ganz am Anfang, beim Urknall. Astronomen haben zwar schon riesige und endlos lange Strukturen im Weltall entdeckt, doch stehen sie immer noch vor dem größten Rätsel, das die Wahrheit über unseren Kosmos versteckt. Wie kam alles zu dem, was wir jetzt sehen? Welche Ereignisse führten zur Bildung der Filamente, Groß-Supergalaxienhaufen und Superhaufen mit ihrer schier endlosen Anzahl an Sterneninseln? Im Standardmodell der Entstehung des Universums gibt es die von den meisten Wissenschaftlern akzeptierte Theorie, dass das Universum durch eine Art Urknall entstanden ist. Dieser ist jedoch kein Knall oder keine Explosion an sich, sondern die Ausbreitung des Universums ausgehend von der Ursingularität. Jegliche Materie und Strahlung kann den Raum zwar durchqueren, doch werden sie, je weiter sie entfernt von uns sind, von der Expansion sozusagen mitgerissen wie ein Boot auf einem Fluss. Unter anderem deshalb ist die Bezeichnung Hubble-Fluss für die Ausdehnung des Kosmos sehr bezeichnend. Doch gehen wir zurück zum Urknall. Bereits einige Bruchteile einer Sekunde nach diesem gab es in der Materieverteilung des Universums Unregelmäßigkeiten, die sich zum Teil über die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung abbilden lassen. Eine Strahlung im Mikrowellenbereich, die das ganze Universum ausfüllt und ca. 380.000 Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Sie ist eine Art Fußabdruck der Verteilung von Materie im Weltall. Dadurch bildete sich jene filamentartige Struktur des Universums aus, die wir bereits kennen und die wir hier nicht zu wiederholen brauchen. Diese Unregelmäßigkeiten lassen sich über die Temperaturschwankung der Hintergrundstrahlung erklären. Sie sind in diesem Bild der Raumsonde WMAP repräsentiert, die von den Jahren 2001 bis 2010 die kosmische Hintergrundstrahlung beobachtete. Auf dem Bild zu sehen sind rote, grüne und blaue Bereiche. Rot entspricht höheren Temperaturen und damit Gegenden höhere Materiedichte, während die blauen Bereiche niedrig temperierte Regionen mit sehr geringer Materiedichte sind. Die roten und grünen Bereiche können als eine Art Vorläufer des kosmischen fadenförmigen Netzes verstanden werden. An diesen Punkten sammelte sich mehr Materie als an den blauen Feldern. Aus den blauen Flecken heraus entwickelten sich die Leerräume zwischen den Galaxienhaufen und Galaxien-Superhaufen, die Voids. Kurz gesagt, jegliche Struktur des Universums, sei es der große Attraktor, die Sloan Great Wall oder die große Mauer von Herkules Corona Borealis,
sind schon 380.000 Jahre nach dem Urknall in das Universum eingraviert gewesen. Sie sind der Fingerabdruck unseres Kosmos. Ohne große Schwierigkeiten erkennen wir die Ursache all dessen: Gravitation. Sie ist die Komponente, die alles durchzieht und für die Strukturen des Universums verantwortlich ist. Gravitation lässt Sterne, Galaxien umkreisen, Schwerkraft lässt interstellare Gaswolken kollabieren, in ihrem Kern die Kernfusion starten und Sterne formen, die im Laufe ihres Lebens aus Wasserstoff Helium fusionieren, wobei Sterne mit größerer Masse die höheren Elemente unseres Periodensystems erschaffen. Schwerkraft ließ vor 4,5 Milliarden Jahren unseren Planeten entstehen. Sie bindet Sauerstoff, Stickstoff und Kohlenstoffdioxidmoleküle an ihn und generiert eine konstante Beschleunigung von 1G, die wir als Schwerkraft zu unseren Füßen und überall um uns herum erleben. Doch was wäre mit einem Universum ohne Gravitation, ein Kosmos, in welchem sich die Dinge nicht anziehen? Ist so etwas vorstellbar? Hier würden wir von einem Ort sprechen, in dem die Materie absolut gleichmäßig verteilt wäre. Das wäre ein Ort ohne die strukturelle Vielfalt und Komplexität, die wir nicht nur im Sonnensystem und in der Milchstraße, sondern im gesamten beobachtbaren Kosmos sehen. Ohne Dichteschwankungen würden sich nach dem Urknall keine Galaxien oder Galaxienhaufen ausbilden. Wir erinnern uns daran, dass es diese Dichteschwankungen zu Beginn allen Seins oder Quantenfluktuationen vor der Geburt unseres Universums waren, welche die Samenkörner für die Entstehung von großräumigen Strukturen bildeten und auch den Sternen. Ohne Sterne und Galaxien gäbe es in einem solchen Universum auch keine Planeten und somit wahrscheinlich auch keine bekannte Form des Lebens. Sterne sind nicht nur die Bausteine von Galaxien, sondern sie sind auch die Quelle schwererer Elemente als Helium, die durch Kernfusion in ihrem Inneren erzeugt und dann durch Supernova-Explosionen in den interstellaren Raum verteilt werden. Diese Elemente sind für die Entstehung von Planeten und Leben, wie wir es kennen, unabdingbar. Man stelle sich nur vor, es hätte sich nie Kohlenstoff gebildet, jenes Element, aus dem wir alle neben Wasserstoff und Sauerstoff zu einem Großteil bestehen. Es ist für die Strukturbildung von Proteinen verantwortlich. Es bildet das Grundgerüst der DNS, welche als der Träger von Erbinformationen gilt. Ohne Kohlenstoff gäbe es kein Leben und es gäbe ohne die Kernfusion in den Sternen durch Schwerkraft auch keine anderen Elemente wie Sauerstoff, Natrium oder Calcium. Alles Elemente, die wir für unser Leben brauchen. Ein Universum mit gleichmäßiger Materieverteilung wäre ein sehr einfacher, homogener Ort, ohne die Vielfalt und Komplexität der Strukturen, die wir um uns herum sehen. Es ist eben die Unregelmäßigkeit und Unvollkommenheit in der Verteilung der Materie, die unserem Universum seine reiche Struktur und seine Fähigkeit zur Komplexität und letztendlich zur Entstehung von Leben verleiht. Nach unserem kleinen Ausflug in die großen Weiten des Universums wollen wir zurückgehen und wieder zur Erforschung der Gravitation zurückkehren. Wir wenden uns jetzt der Funktionsweise von Schwerkraft zu. Wie breitet sie sich aus und wie wirkt sie? Das alles erforschen wir im letzten Kapitel dieses Videos. Die allgemeine Relativitätstheorie traf und trifft viele Vorhersagen, die bei Beobachtung des Universums und den in ihm stattfindenden Ereignissen häufig zu erwarteten Ergebnissen geführt haben. Physikern gelingt es bis heute, Observationen anzustellen, die von ihr prognostiziert wurden. Und eine weitere Vorhersage traf auch schon Albert Einstein in einer am 22. Juni 1916 veröffentlichten Arbeit mit dem Titel Näherungsweise Integration der Feldgleichung der Gravitation – Gravitationswellen. In diesem Aufsatz baut Einstein auf der allgemeinen Relativitätstheorie auf. Dabei müssen wir bedenken, dass er diese Theorie nur ein Jahr zuvor veröffentlichte. In dieser Theorie spielen unter anderem auch 10 voneinander abhängige Differentialgleichungen eine Rolle, die Einstein im Rahmen seiner Theorie veröffentlichte. Diese beschreiben, wie Materie und Energie die Raumzeit krümmen. In seinem 1916 veröffentlichten Aufsatz versuchte Einstein, Lösungen für diese Gleichungen zu finden. Der Aufsatz war besonders bemerkenswert, weil er einige der ersten Anstrengungen Einsteins darstellte, um die Vorhersagen seiner Theorie mit Beobachtungsdaten in Einklang zu bringen. Im dritten Teil des Aufsatzes führt Einstein dann das Konzept der Gravitationswellen ein, die eine der abstraktesten und unglaublichsten Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie darstellen. Nach Einstein sind Gravitationswellen Verzerrungen in der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und von beschleunigten Massen erzeugt werden. Diese Wellen würden Energie in Form von Gravitationsstrahlung abgeben.
Sie entstammen astrophysikalischen Quellen wie Sternenexplosionen oder verschmelzenden schwarzen Löchern und sollen die Länge einer 1 Kilometer langen Messstrecke nur um den tausendstel Durchmesser eines Protons verändern. In Zahlen ausgedrückt sind das nur 10 hoch minus 18 Meter. Forschungen im Rahmen einer Zusammenarbeit von Historikern der Collected Papers of Albert Einstein, der Hebräischen Universität Jerusalem und des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte haben gezeigt, dass die Vorhersage der Existenz von Gravitationswellen aus einem Briefwechsel zwischen Einstein und dem Astronomen Karl Schwarzschild sogar schon im Februar 1916 hervorging. Jedoch wandte sich Einstein aufgrund scheinbar unlösbarer mathematischer Probleme zeitweise von dem Thema ab. Erst nach dem Tod von Karl Schwarzschild begann er, wieder an Gravitationswellen zu arbeiten, da der Astronom Willem de Sitter ihm eine Lösung der Matheprobleme lieferte, mit denen Einstein zu kämpfen hatte. Doch machte Einstein in seinen Rechnungen in dem Juli 1916 veröffentlichten Aufsatz einen schwerwiegenden Fehler, den er 1918 selbst korrigierte. Er formulierte auch eine Formel für die Ausstrahlung von Gravitationswellen, die bis heute, abgesehen von einem fehlenden Faktor 2, gültig ist. Allerdings gab es einen gewaltigen Haken in seinen Berechnungen. Sie zeigten, dass Gravitationswellen viel zu schwach waren, um mit damaligen technischen Mitteln überhaupt nachgewiesen zu werden. Immer wieder zweifelte er an der Existenz seiner eigenen Vorhersage. Auch Arthur Eddington, der im Jahr 1919 die Vorhersage der Krümmung von Lichtstrahlen durch das Schwerefeld der Sonne während einer Sonnenfinsternis bestätigte, kritisierte die Idee der Gravitationswellen stark, was Einstein wohl in seinen Zweifeln eher bestätigt haben dürfte. Doch worauf basierten Einsteins Berechnungen überhaupt? Seine Theorie der Gravitationswellen nahm als Grundlage die etablierte Maxwell'sche Theorie des elektromagnetischen Feldes. Diese wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts vom schottischen Physiker James Clerk Maxwell formuliert und war ein fundamentaler Durchbruch im Verständnis von Elektrizität und Magnetismus. Sie kombiniert und erweitert die zuvor unabhängigen Theorien des Elektromagnetismus und stellt das erste Beispiel für eine vereinheitlichte Feldtheorie dar. In ihrer endgültigen Form besteht sie aus 4 Differentialgleichungen, die heute als Maxwell'sche Gleichungen bekannt sind. Die bedeutendste Erkenntnis jedoch, die aus Maxwells Gleichungen hervorgeht, ist die Existenz von elektromagnetischen Wellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Maxwell erkannte, dass diese Wellen dieselbe Geschwindigkeit haben wie das Licht und schlug vor, dass das Licht selbst eine Form elektromagnetischer Strahlung sei. Dies war eine bahnbrechende Erkenntnis, die unser Verständnis von Licht und der gesamten Bandbreite elektromagnetischer Strahlung, einschließlich Radiowellen, Mikrowellen, Infrarot, sichtbares Licht, Ultraviolett, Röntgen und Gammastrahlen, revolutionierte. Es markierte die Geburt der modernen elektromagnetischen Theorie und legte den Grundstein für die spätere Entwicklung der Quantenelektrodynamik. Die Einsteinschen Gravitationswellen wiederum hatten eine ähnliche Grundlage, obgleich sie nicht elektromagnetischen Ursprungs waren. Sie sollten sich ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Doch Einsteins Zweifel an Gravitationswellen waren selbst 20 Jahre nach Veröffentlichung seines Aufsatzes noch so stark, dass er im Jahr 1936 mit seinem Mitarbeiter Nathan Rosen eine Arbeit veröffentlichte, in der sie behaupteten, dass es keine Gravitationswellen gebe. Ein Gutachter fand jedoch einen Fehler in ihrer Argumentation, sodass die Arbeit schließlich in einer anderen Zeitschrift mit anderen Ergebnissen veröffentlicht wurde. 19 Jahre später, nur eine Woche nach Einsteins Tod, wurde die erste, fast schon legendäre Berner Konferenz abgehalten, eine bis heute bestehende Serie an Versammlungen von Wissenschaftlern, die Ergebnisse rund um die allgemeine Relativitätstheorie und die Gravitation veröffentlichen und diskutieren. Legendär deshalb, weil auf ihr die Ergebnisse Einsteins heftig diskutiert wurden. Ein Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit Einsteins intellektuellem Erbe war die Nachfolgekonferenz 1957 in Chapel Hill, North Carolina. Hier spielten die theoretischen Arbeiten des britischen Physikers Hermann Bondi und das berühmte Sticky Beat Gedankenexperiment von Richard Feynman eine entscheidende Rolle. Feynman analysierte den Effekt einer Gravitationswelle auf ein Kügelchen, das sich auf einem Stock auf und ab bewegte und dabei durch Reibung Wärme erzeugt. Es entstand ein allgemeiner Konsens, dass Gravitationswellen tatsächlich existieren und Energie transportieren. Die ersten Versuche, die winzigen Effekte von Gravitationswellen nachzuweisen, wurden von Joseph Weber an der University of Maryland unternommen. Er war ein US-amerikanischer Experimentalphysiker und Pionier auf dem Gebiet der Gravitationswellenforschung.
Weber war von der Theorie der Gravitationswellen fasziniert und entschlossen, ihre Existenz experimentell nachzuweisen. Zu diesem Zweck entwickelte er einen Detektor, bekannt als Weber Bar oder auch Resonanzmassendetektor. Ein Weber Bar ist ein massiver Zylinder, normalerweise aus Aluminium oder Niob, der darauf abzielt, die winzigen Verzerrungen der Raumzeit zu messen, die durch vorbeiziehende Gravitationswellen verursacht werden. Niob ist übrigens ein weiches, grau glänzendes und reaktionsfreudiges Übergangsmetall mit dem chemischen Symbol Nb und der Ordnungszahl 41. Die Idee war, dass eine Gravitationswelle, wenn sie auf den Detektor trifft, diesen leicht verformt und ihn zum Schwingen bringt. Durch Messungen dieser Schwingungen hoffte Weber, Passage von Gravitationswellen zu detektieren. Weber baute zwei solcher Bars, eine an der University of Maryland und die andere am Argonne National Laboratory, um gleichzeitig Messungen durchzuführen und zu versuchen, übereinstimmende Signale zu erkennen. Obwohl Weber Anfang der 1970er Jahre behauptete, er habe erfolgreich Gravitationswellen detektiert, konnte seine Arbeit nicht von anderen Wissenschaftlern reproduziert werden und seine Behauptungen wurden weitgehend abgelehnt. Trotz der Kontroverse um seine Ergebnisse spielte Weber eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Interesses an der Erforschung von Gravitationswellen. Seine Pionierarbeit ebnete den Weg für spätere Fortschritte, insbesondere die Entwicklung von Laserinterferometer-Detektoren wie LIGO oder Virgo. Doch grundlegend können wir sagen, es brauchte ein Genie wie Einstein, um so etwas wie gravitative Wellen überhaupt vorherzusagen. Der konkrete Nachweis dauerte allerdings noch viele Jahrzehnte. Die ersten direkten Nachweise von Gravitationswellen wurden am 14. September 2015 gemacht und diese bahnbrechende Entdeckung wurde am 11. Februar 2016 der Öffentlichkeit angekündigt. Die Nachweise wurden vom Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, gemacht, ein Projekt, das von Forschern des Massachusetts Institute of Technology und des California Institute of Technology betrieben wird. Dieses Ereignis, was da gemessen wurde, wird als GW150914 bezeichnet und wurde durch die Kollision und Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern verursacht, die etwa 1,3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt liegen. Diese direkte Messung von Gravitationswellen war ein bedeutender Durchbruch in der Physik und bestätigte eine der wichtigsten Vorhersagen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, die fast genau ein Jahrhundert zuvor gemacht wurde. Doch schon 1916 durch Einsteins Vorhersagen wussten Wissenschaftler, was sie von Gravitationswellen zu erwarten hatten. Vereinfacht dargestellt können wir sie uns als Wellen vorstellen, die generiert werden, wenn sich ein massives Objekt bewegt oder seine Geschwindigkeit ändert. Stellen wir uns dazu die Raumzeit einmal mehr als ein flexibles, elastisches Gewebe vor. Wenn ein massives Objekt sich bewegt oder seine Geschwindigkeit ändert, schüttelt es dieses Gewebe und erzeugt Wellen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum ausbreiten. Doch ist die Entstehung von Gravitationswellen nicht nur der Kollision schwarzer Löcher zuzuschreiben. Die Erde, die sich um die Sonne dreht, die Sonne, die durch die Milchstraße braust, oder die Galaxien, die sich aufeinander zubewegen, sie alle erzeugen Gravitationswellen. Die meisten Objekte generieren jedoch zu schwache Wellen, die nicht nachgewiesen werden können. Die stärksten Wellen sind deshalb extreme kosmische Ereignisse. Die Verschmelzung von Neutronensternen oder schwarzen Löchern, Supernova-Explosionen von Sternen oder das ruckartige Zucken eines schnell rotierenden Neutronensterns sind Ereignisse, die durch Wellen in der Raumzeit nachgewiesen werden können. Dabei nimmt die Intensität einer Gravitationswelle mit der Entfernung von ihrer Quelle ab, genauso wie das Licht oder der Schall. Wenn jedoch eine Gravitationswelle an einem Punkt im Raum vorbeizieht, verändert sie sehr subtil die Entfernung zwischen den Objekten in ihrem Weg. Detektoren wie LIGO messen winzige Veränderungen in der Länge von zwei orthogonalen Armen, die durch die Passage einer Gravitationswelle verursacht werden. Sie haben also, obgleich sie vor allem durch die krassesten Ereignisse im Kosmos verursacht werden, vergleichsweise schwache Auswirkungen. Jedoch sind sie erstaunlich robust. Sie können das Universum ungehindert durchqueren und werden von Materie weder absorbiert noch gestreut. Das bedeutet, dass sie Informationen über ihre Quellen und die Regionen des Universums, durch die sie gereist sind, unverändert tragen können. Das macht Gravitationswellen zu einem kraftvollen Werkzeug für die Astrophysik und Kosmologie. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was eine technologisch weit fortgeschrittene Zivilisation mit Gravitationswellen in der Kommunikation anstellen könnte. Gemessen an ihren geringen Auswirkungen auf die Objekte des Universums sind die Entdeckung und Messung von Gravitationswellen eine monumentale technologische und wissenschaftliche Leistung, die gleichauf mit der Erkenntnis ist, dass es sich bei der Milchstraße und Andromeda um zwei Galaxien unter vielen Hunderten von Milliarden im gesamten Universum handelt.
Es erfordert unglaublich empfindliche Instrumente und hochpräzise Techniken zur Datenanalyse. Aber die Belohnung ist groß. Gravitationswellen eröffnen ein neues Fenster ins Universum, das uns ermöglicht, extreme kosmische Ereignisse zu studieren, Einsteins Theorie der allgemeinen Relativität zu testen und letztendlich unser Verständnis der Natur von Raum und Zeit zu erweitern. Sowohl schwarze Löcher als auch Neutronensterne entstehen in der Regel aus Supernovae und Hypernovae. Der Kern eines Riesensterns wird mit seinem Älterwerden immer dichter, bis er irgendwann keine Elemente mehr fusionieren kann. Er kollabiert und seine Materie wird zu einem Neutronenstern oder schwarzen Loch transformiert. Während Neutronensterne eine bestimmte Masse nicht überschreiten können, ohne zu einem schwarzen Loch zusammenzubrechen, haben schwarze Löcher in der Theorie kein Limit. Deshalb ist es wohl wenig verwunderlich, wenn in den Kernen von Galaxien sogenannte supermassive schwarze Löcher existieren. Manche von ihnen haben einige Dutzende Millionen, andere Milliarden von Sonnenmassen. Ihre bloße Existenz wirft viele Fragen auf, die bis heute nur teilweise beantwortet werden konnten. Eine der vorherrschenden Theorien zur Entstehung von supermassiven schwarzen Löchern ist die Samentheorie. Diese Theorie stellt die Annahme auf, dass schwarze Löcher nach dem Urknall aus massereichen Sternen entstanden, die am Ende ihres Lebenszyklus kollabieren. Dazu gehen wir viele Jahrmilliarden zurück in die Vergangenheit des Kosmos. Wir befinden uns in einer Zeit nur einige Dutzende Millionen Jahre nach dem Urknall. Das Universum ist schon lange durchlässig für Strahlung geworden. Doch ist es noch weitgehend leer. Der Reichtum der Galaxien und Sterne, den wir in unserem heutigen Kosmos betrachten können, ist wenige Dutzende Millionen Jahre nach dem Big Bang nur eine Utopie. Das Universum ist schwarz, dunkel, ausgefüllt mit Gas und Staub, die sich in gigantischen Klumpen annähern und von der Schwerkraft angezogen zusammenballen. In den Zentren dieser Klumpen bilden sich die ersten Sterne. Doch nicht irgendwelche Sterne. Es kommt mitunter so viel Materie zusammen, dass sich Sterne mit ungeheuren Massen bilden. Diese erste Generation der Sterne besteht fast ausschließlich aus Riesensternen mit den hundertfachen Massen unserer Sonne. Ungetüme, die fast ausschließlich aus Wasserstoff und einem kleinen Anteil Helium bestehen. Während ihres Lebenszyklus durchlaufen diese Sterne unterschiedliche Phasen, wobei sie letztendlich ihren gesamten nuklearen Brennstoff aufbrauchen. Ist dieser erschöpft, kann der Stern der immensen Schwerkraft, die von seiner eigenen Masse erzeugt wird, nicht länger standhalten. Dies führt zu einem heftigen Kollaps des Sterns, der in einer mächtigen Explosion, einer Supernova, gipfelt. Übrig bleibt ein unglaublich dichter Kern, der so massereich ist, dass er in sich selbst kollabiert und ein schwarzes Loch bildet. Dieses neu entstandene schwarze Loch, der Same, besitzt jedoch noch nicht die Massen, die man bei supermassiven schwarzen Löchern aus unserer Zeit beobachtet. Diese Gravitationsfallen sind vielleicht nur einige hunderte Sonnenmassen schwer. In der Regel haben sie jedoch nur etwa 10 bis 20 Mal die Masse unserer Sonne. Um supermassiv zu werden, muss das schwarze Loch deutlich mehr Masse ansammeln, was es durch einen Prozess tut, den man Akkretion nennt. Akkretiert ein schwarzes Loch Material, besteht dies aus Sternen, Gas, Staub und vielleicht sogar Bruchstücken von Planeten. Und weil so kurze Zeit nach dem Urknall im Vergleich zu heute ein Mehrfaches an Gas vorhanden ist, akkretieren diese schwarzen Löcher gigantische Mengen an Material. Das Material fällt jedoch nicht direkt ins schwarze Loch, sondern spiralisiert darauf zu und wird auf extrem hohe Temperaturen erhitzt. Es leuchtet hell auf und sendet enorme Mengen an Strahlung aus. Schließlich wird das Material in das schwarze Loch gezogen und trägt zur Masse der Singularität bei. Während der Akkretion bildet sich eine Scheibe um das schwarze Loch, bekannt als Akkretionsscheibe. Mit jedem Stück Material, das das schwarze Loch verschlingt, wächst seine Masse, was wiederum seine Schwerkraft erhöht. Astronomen nehmen an, dass im Laufe von nur einigen 10 bis 100 Millionen Jahren sich diese ersten schwarzen Löcher mehrere hunderte Millionen oder sogar mehrere Milliarden Sonnenmassen an Material einverleibten, sodass sie schließlich supermassiv wurden. Die Theorie der schnellen und äußerst massiv ablaufenden Akkretion wollen wir Akkretionstheorie nennen. Eine andere Theorie wiederum besagt, dass die ersten schwarzen Löcher gar nicht in der Lage gewesen wären,
so viel Material innerhalb kürzester Zeit aufzunehmen, weil die beim Akkretionsprozess auftretende Reibung der Materie Strahlung produziert. Diese drückt Materie in ihre Umgebung weg, ähnlich wie in unserer Sonne, wo der durch Fusionsprozesse entstehende Strahlungsdruck ihren Kollaps verhindert. Außerdem entweichen gigantische Jets ionisierten Plasmas den unglaublich potenten Magnetfeldern des Schwarzen Lochs. In dieser Theorie wären schwarze Löcher schon kurz nach dem Urknall entstanden, als unglaubliche Massen an Helium und Wasserstoff instantan zu einem supermassiven schwarzen Loch mit mehreren Dutzenden oder sogar hunderten Millionen Sonnenmassen zusammengefallen wären. Wir wollen diese Theorie der Entstehung der supermassiven Singularitäten Primordialtheorie nennen, von primordial für ursprünglich oder von Anfang an. Diese Theorie geht weiterhin davon aus, dass kurz nach dem Urknall nicht nur riesige schwarze Löcher entstanden, sondern teils auch sehr massearme, die vielleicht nur die Masse von Jupiter oder der Erde hätten. Diese kleinen primordialen schwarzen Löcher würden in dieser Theorie die dunkle Materie erklären. Dementgegen halten die Verfechter der Akkretionstheorie, dass die ersten schwarzen Löcher durchaus Material weggedrückt hätten und die Massen an Wasserstoff und Heliumgas derart gigantisch gewesen wären, dass sie locker auf das schwarze Loch eingestürzt wären. Man stelle sich nur die Massen von Tausenden von Sonnen vor, wie diese innerhalb weniger Jahrtausende oder Jahrzehntausende auf das schwarze Loch einstürmen, wie Zehntausende Ameisen auf ein Stück Kuchen. Sowohl Primordialtheorie als auch die Theorie der anfänglichen Akkretion sind sehr plausibel und liefern stichhaltige Argumente für die Entstehung supermassiver Singularitäten. Die wachsenden schwarzen Löcher interagierten nicht isoliert mit ihrem Umfeld, sondern beeinflussten die Entwicklung der Galaxien, in denen sie sich befinden. Wie genau diese Wechselwirkung funktioniert, ist Gegenstand intensiver Forschung und noch nicht vollständig verstanden. Es wird jedoch angenommen, dass es eine enge Verbindung zwischen der Masse des Schwarzen Lochs und den Eigenschaften seiner Wirtsgalaxie gibt. Eine Beziehung, die Forscher als Koevolution bezeichnen. Es ist durchaus möglich, dass die schwarzen Löcher die Keime von Galaxien darstellen und Gas und Staub an sich gehalten haben. Mit immer mehr Masse und immer mehr Sternen wäre der Gravitationsprozess jedoch irgendwann stärker als die Anziehungskraft des supermassiven schwarzen Lochs im Kern geworden. Galaxien wären dann quasi aus sich heraus gewachsen und hätten das schwarze Loch eigentlich gar nicht mehr gebraucht. Im Umkehrschluss hätte der Wachstum der Galaxien den schwarzen Löchern in ihrem Inneren dann immer mehr Material zugeführt, sodass einige supermassive schwarze Löcher Massen von über 60 Milliarden Sonnenmassen anhäufen konnten. Die Entstehung supermassiver Schwerkraftfallen ist ein wichtiges Thema in der Entwicklung von Galaxien. Da es in nahezu allen Galaxien solche massiven Singularitäten gibt, wird es noch interessanter, wenn wir bedenken, dass Galaxien schon seit über 13 Milliarden Jahren miteinander verschmelzen und noch größere Sterneninseln schaffen. Ein weiterer Schritt zu ihrer unglaublichen Masse dürfte daher sicherlich auch das Zusammenkommen verschiedener Galaxien sein. Wie kommen zwei supermassereiche Gravitationsfallen zusammen und wie verschmelzen sie? Das wollen wir im nächsten Kapitel betrachten. Stellen wir uns eine Außenseiterperspektive vor. Wir sehen zwei Sterninseln, jede mit ihrem eigenen supermassiven schwarzen Loch in ihrem Zentrum. Aufgrund der allgegenwärtigen und ständig wirkenden Schwerkraft ziehen sich diese Galaxien gegenseitig an. Unterstützt durch die unsichtbare, aber mächtige Hand der als kosmischer Klebstoff wirkenden dunklen Materie, bewegen sie sich aufeinander zu. Je nach Masse und Geschwindigkeit der beteiligten Galaxien kann dieser Annäherungsprozess Millionen bis Milliarden von Jahren andauern. Einige hundert Millionen Jahre nach dem Urknall dürfte dieser Prozess allgegenwärtig gewesen sein. Billionen von kleineren Galaxien verschmolzen im ganzen Universum miteinander und bildeten die größeren Sterninseln, die wir heute kennen. Sobald die Galaxien nahe genug beieinander sind, beginnen sie, sich zu vermischen und zu verschmelzen. Während dieses chaotischen und gewaltsamen Vorgangs gehen die Gas- und Staubwolken der beiden Galaxien ineinander über und es entstehen neue Sternentstehungsgebiete. Der Verschmelzungsprozess führt für einige hunderte Millionen bis zu 1 oder 3 Milliarden Jahre zu einem regen Sternentstehungsprozess, der auch als Starburst bezeichnet wird. Gleichzeitig bewegen sich die supermassiven schwarzen Löcher, die zuvor die Zentren ihrer jeweiligen Galaxien bildeten, aufeinander zu.
Sie folgen der Gravitationskraft hin zum neuen gemeinsamen Zentrum der verschmolzenen Galaxie. Dieser Prozess der Annäherung der supermassiven schwarzen Löcher wird durch ein Phänomen namens dynamische Reibung erleichtert. Dabei schieben die schwarzen Löcher die umgebenden Sterne und Gaswolken weg und erzeugen einen Rückstoß, der sie weiter in Richtung des Zentrums der fusionierten Galaxie treibt. Nach genügend Zeit und nach Überwindung vieler kosmischer Hindernisse bilden sie schließlich ein gebundenes Paar, ein binäres, supermassives, schwarzes Loch. Binär bedeutet hier übrigens doppelt. Man könnte jetzt denken, dass die beiden supermassiven schwarzen Löcher sofort miteinander verschmelzen, da sie sich unaufhaltsam annähern. Dem ist jedoch nicht so. Da sich beide Singularitäten zwar anziehen, aber eigene Bewegungsrichtung und Bewegungsmomente aufweisen, umkreisen sie einander erst für sehr lange Zeit, vielleicht Hunderte oder Milliarden von Jahren, wobei sie weiterhin Energie und Drehimpuls durch Wechselwirkung mit ihrer umgebenden Materie austauschen. Es kann also sein, dass die Hunderttausenden und Millionen von Sternen im Kern der sich neu bildenden Galaxie den schwarzen Löchern Orbitalenergie abziehen und sie so verlangsamen. Dies führt dazu, dass die beiden Raumzeitfallen allmählich sich weiter annähern und der Abstand zwischen ihnen kleiner wird. Ein entscheidendes Hindernis auf dem Weg zur vollständigen Verschmelzung ist das sogenannte Final Parsec Problem, im Deutschen als letztes Parsec-Problem bekannt. Es bezieht sich auf die Endphase der Verschmelzung beider galaktischer Kernsingularitäten und entsteht, wenn zwei supermassive schwarze Löcher durch den Verschmelzungsprozess ihrer Heimatgalaxien auf eine Distanz von etwa einem Parsec zueinander gebracht werden. Dies entspricht etwa 3,26 Lichtjahren. Auf dieser Distanz sollte die spiralförmige Einfallbewegung der schwarzen Löcher, angetrieben durch die Abstrahlung von Gravitationswellen und die Interaktion mit der umgebenden Materie, dazu führen, dass die schwarzen Löcher immer enger aufeinander zustreben und schließlich verschmelzen. Das Problem ist nur, dass die klassischen Mechanismen für den Verlust von Energie und Drehimpuls, die notwendig sind, um die Bahnen dieser Singularitäten weiter einzugrenzen, auf dieser Distanz anscheinend zu schwach sind, um den Verschmelzungsprozess zu vervollständigen. Jetzt könnte man doch anmerken, emittieren die beiden schwarzen Löcher nicht Gravitationswellen, welche die jeweils andere Singularität abbremst und ihre Bahnenergie verringert? Die Gravitationswellenemissionen sind auf Entfernung von einem Parsec zu schwach, um den Verschmelzungsprozess zu vervollständigen. Diese Wellen werden stärker, wenn die schwarzen Löcher sich näher kommen und schneller einander umkreisen, aber auf einer Skala von einem Parsec oder mehr sind sie noch nicht stark genug, um den notwendigen Impulsverlust zu verursachen. Es gibt also eine Art Hürde in diesem Prozess, das Problem des letzten Parsecs, das die beiden schwarzen Löcher irgendwie überwinden müssen. Obwohl dieses Problem in der Theorie bekannt ist, gibt es Hinweise darauf, dass es in der Praxis möglicherweise umgangen wird. Beobachtungen zeigen, dass supermassive schwarze Löcher in der Tat verschmelzen und die Entstehung von Gravitationswellen aus verschmelzenden supermassiven schwarzen Lochsystemen durch Einrichtungen wie LIGO und Virgo hat gezeigt, dass solche Ereignisse tatsächlich stattfinden. Das letzte Parsec-Problem macht also darauf aufmerksam, dass es bei der Verschmelzung einen noch nicht verstandenen Mechanismus gibt, der die beiden Singularitäten zusammenbringt. Verschiedene Antworten wurden als Lösung vorgeschlagen. Eine davon ist, dass die zentralen Regionen von Galaxien oft mit interstellarem Gas gefüllt sind, das Drehimpuls von den schwarzen Löchern intensiver abziehen könnte und dies auch auf kleineren Distanzen wie einem Parsec wirkt. Eine Möglichkeit besagt, dass drei Körperinteraktionen mit nahegelegenen Sternen oder kleineren schwarzen Löchern genug Energie abführen könnten, um die Verschmelzung fortzusetzen. Eine Beobachtung macht jedoch diese theoretischen Antworten darauf zunichte. Es gibt kaum Sterne oder Gas und Staub im Zentrum, da diese schon längst von den schwarzen Löchern hätten akkretiert werden müssen. Doch wenn man bedenkt, dass wir uns inmitten eines galaktischen Verschmelzungsprozesses befinden, ist es nur wahrscheinlich, dass sich die großen Massen an Gas, Staub und Sternen in das Zentrum einer jeden Galaxie verirren, da die galaktischen Scheiben ja nicht miteinander kollidieren, sondern vollständig miteinander verschmelzen. Gas, Staub, Stern und vielleicht sogar Planeten von Galaxie A gelangen also in die Nähe der Kernregion von Galaxie B und umgekehrt. Ähnlich dürfte es sich mit Andromeda und Milchstraße verhalten, wenn diese beiden Sterneninseln in einigen Milliarden Jahren miteinander kollidieren und eine größere Galaxie namens Milk Dromeda bilden.
Es werden viele Lösungen als Antwort auf das letzte Parsec-Problem vorgeschlagen. Astronomen finden in den Forschungsinstituten der Welt sicherlich ein offenes Ohr, wenn sie ihre Forschung dieser Frage widmen wollen. Der finale Akt in dem kosmischen Drama ist letztendlich die Verschmelzung der beiden Raumzeitfallen, eine spektakuläre Phase, die von enormer Bedeutung ist, um die Details des neu entstandenen Schwarzen Lochs und die Feinheiten der Verschmelzung und die Entwicklung von Galaxien und die Entstehung supermassiver Singularitäten zu verstehen. Dabei handelt es sich um den sogenannten Ringdown-Prozess, der dem finalen Schwarzen Loch nach einer Phase der Stabilisierung und Angleichung seinen endgültigen, stabilen Zustand verleiht. Ringdown ist hier analog zu dem Klang, der beim Schlag einer Glocke entsteht. Die Glocke klingt nach, die Schwingungen werden allmählich leiser und schließlich verstummt der Klang vollständig. Ähnlich verhält es sich bei einem neu gebildeten schwarzen Loch nach einer Verschmelzung. Es läutet im kosmischen Sinne, indem das finale Produkt Gravitationswellen abgibt, die mit der Zeit abnehmen, bis das schwarze Loch schließlich in einen stabilen Zustand übergeht. Im Detail beginnt der Ringdown-Prozess unmittelbar nach dem Zusammenkommen der beiden schwarzen Löcher. Im Augenblick der Verschmelzung entsteht eine einzelne, neu gebildete Singularität. Allerdings ist dieses neue schwarze Loch noch in einem sehr instabilen Zustand. Es ist von den enormen Gravitationskräften und der kinetischen Energie der Verschmelzung geprägt und befindet sich in den ersten Momenten nach der Verschmelzung noch in einem höchst erregten Zustand. Es handelt sich nicht um eine perfekte Kugel, sondern seine Form ist komplex und oft stark gestreckt, was als direktes Resultat der Kollision verstanden wird. Genauer gesagt handelt es sich dabei nicht um die Gestalt des Schwarzen Lochs, sondern die Ereignishorizonte, die sich verzerren. Die Singularitäten selbst sind nämlich schon miteinander verschmolzen und nur ihre Gravitationssphären werden durch diese Fusion kräftig durchgerüttelt. Jetzt beginnt das Schwarze Loch, seine überschüssige Energie abzubauen. Es tut dies, indem es Gravitationswellen aussendet. Sie entstehen aufgrund der gigantischen Energiemengen und der enormen Beschleunigungen, die bei der Verschmelzung auftreten. Diese Gravitationswellen sind wie der Fingerabdruck des neu entstandenen Schwarzen Lochs. Sie tragen die spezifischen Informationen über seine Eigenschaften und den Verschmelzungsprozess selbst in sich. Während dieses Ringdown-Prozesses verliert das neue Schwarze Loch kontinuierlich Energie und Drehimpuls durch die Emission dieser Gravitationswellen. Diese Wellen vermitteln den Glockenschlag des Schwarzen Lochs an den Rest des Universums. Mit jeder Welle, die das Schwarze Loch aussendet, verändert es seine Gestalt. Von einer anfänglichen, unregelmäßigen und stark gestreckten Form geht das Schwarze Loch allmählich in eine perfekte Kugelform über. Im Falle eines nicht rotierenden Schwarzen Lochs wohlgemerkt, oder in eine perfekte rotationssymmetrische Form im Falle eines rotierenden Schwarzen Lochs. Dieser Wandel in eine stabile Form ist das direkte Ergebnis der Energie- und Drehimpulsverteilung durch die Emission von Gravitationswellen. Der Ringdown-Prozess erreicht schließlich sein Ende, wenn das Schwarze Loch einen stabilen Zustand erreicht hat und keine weiteren Gravitationswellen mehr abstrahlt. Dieser stabile Zustand, der auch als das Endprodukt betrachtet wird, definiert sich durch drei Parameter: die Masse, der Spin und die Ladung des Schwarzen Lochs. Dies wird oft als das Keine-Haare-Theorem von schwarzen Löchern bezeichnet. Eine Theorie, die besagt, dass alle Informationen über ein schwarzes Loch durch diese drei Eigenschaften vollständig beschrieben werden können. Andere fragen danach, was zum Beispiel mit Materie geschieht, die über den Ereignishorizont hinausgeht, oder wie man sich den Bereich dahinter vorstellen kann, würden hier jedoch zu weit gehen. In der Wissenschaft gibt es außer mathematischen Antworten keine konkreten Lösungen dafür. Auf unserem Weg zum unvorhersehbaren Gravitationswellenhintergrund haben wir die schwarzen Löcher im Zentrum von Galaxien kennengelernt. Wir haben eine gute Vorstellung davon erhalten, wie so ein Verschmelzungsprozess eigentlich abläuft. Doch brauchen wir nicht nur schwarze Löcher, sondern eine ganz andere Klasse an Objekten, um diesen Gravitationswellenhintergrund zu messen. Dazu begeben wir uns im wahrsten Sinne des Wortes zu den Sternen. Sterne sind schon merkwürdige Objekte. Da ballt sich Materie zusammen und wird in ihrem Zentrum so dicht, dass die Kernfusion von Wasserstoff zu Helium beginnt. Dieser Prozess geschieht in allen Sternen des Universums. In unserer Sonne, in den drei Sternen des Dreifachsystems Alpha Centauri A, B und Proxima Centauri
und in allen 200 bis 400 Milliarden Sternen der Milchstraße. Aus Sternen entstanden, wenn wir an die Akkretionstheorie denken, vielleicht die ersten schwarzen Löcher, die sich zu ihren supermassereichen Versionen entwickelt haben. Und wie damals gibt es auch heute noch sehr massereiche Sterne. Es sind zwar nicht mehr so viele wie einige Dutzende und Hunderte Millionen Jahre nach dem Urknall, doch Riesensterne bestimmen noch heute mit ihrer enormen Leuchtkraft die chemische Entwicklung einer Galaxie und sind dafür verantwortlich, dass Sterne wie unsere Sonne höhere Elemente als Wasserstoff und Helium enthalten. Ohne Sterne und die Fusion von Elementen wie Sauerstoff, Kohlenstoff oder Stickstoff gäbe es kein Leben. Und wenn aus einem Riesenstern bei der Supernova-Explosion kein schwarzes Loch entsteht, was dann? Nun, der Kern kann sich auch zu einem Neutronenstern transformieren. Neutronensterne bestehen aus einem Teil der ursprünglichen Materie des Vorgängersterns, maximal jedoch 3 Sonnenmassen. Sie sind extrem dichte Objekte. Der Drehimpuls des ursprünglichen Riesensterns bleibt bei einem Neutronenstern erhalten, weil sie so dicht sind, ungeheure Energien generieren und sehr starke Magnetfelder aufweisen, sind sie im Radiobereich sehr gut zu sehen und konnten auf diese Weise mit der Entdeckung von Kiepenhauer sehr gut observiert werden. Neutronensterne sind unfassbar dichte Objekte. Sie sind vor schwarzen Löchern die komprimiertesten Objekte des Universums. Sie haben normalerweise eine Masse von 1,1 bis 2,1 Sonnen. Diese Masse ist jedoch komprimiert auf einen extrem kleinen Raum. Neutronensterne haben einen Durchmesser von ca. 20 Kilometern und besitzen damit die Ausmaße einer Großstadt. Für die Dichte eines solchen toten Sterns stellt euch Folgendes vor. Wenn wir den Mount Everest komprimieren und ihn so klein machen, dass er auf einen Teelöffel passt, hätten wir die Dichte eines Neutronensterns. Ein Teelöffel Vollmaterie wöge mehrere Milliarden Tonnen. Pulsare wiederum sind nun sehr schnell rotierende Neutronensterne, die ihre Strahlungsenergie aus Akkretion, einem Magnetfeld oder ihrer ungeheuren Rotationsenergie beziehen. Zieht sich der Riesenstern bei der Explosion als Supernova dann zusammen und wird dichter, bleibt der Drehimpuls erhalten und findet nun auf viel kleinerem Raum statt. Die Rotation eines Neutronensterns beschleunigt sich so sehr, dass eine Umdrehung statt mehrerer Tage nur wenige Sekunden oder Sekundenbruchteile dauert. Diese Erhaltung des Drehimpulses kann auch als Pirouetteneffekt bezeichnet werden. Wenn ein Riesenstern explodiert, verliert sich der Drehimpuls ja nicht im Nirgendwo, er findet jetzt auf wesentlich kleinerem Raum statt. Ein ähnlicher Effekt kann bei einer Pirouette im Eislaufen beobachtet werden. Wenn eine Eisläuferin dazu ansetzt, sich in einer Pirouette zu drehen, rotiert sie umso schneller, je weiter sie ihre Beine an ihren Körper heranzieht. Der anfängliche Drehimpuls findet so auf einem kleineren Raum statt. Die pirouettierende Person oder der drehende, zu einem Neutronenstern gewordene Riesenstern erhalten ihren Drehimpuls und geben ihn auf einen kleineren Körper weiter. Wegen der schnellen Rotation wird das Magnetfeld sehr stark gebeugt und weicht von der Achse der Rotation des Neutronensterns ab. Die Folge davon ist, dass der Pulsar sogenannte Synchrotronstrahlung an 2 gegenüberliegenden Punkten bildet, welche strahlenförmig ins Weltall geschossen wird und auf der Erde beobachtet werden kann. Um die Stärke des Magnetfeldes eines Neutronensterns zu bestimmen, wird die sogenannte magnetische Flussdichte angegeben. Sie ist ein Indikator für die Stärke des Magnetfelds und wird unter anderem in Tesla bezeichnet. Ein Sonnenfleck auf der Sonne hat großräumig so etwa 0,25 Tesla. Die meisten natürlichen Objekte haben also großräumige Magnetfelder, während künstlich erzeugte Magnetfelder eher klein, dafür umso stärker sind. So betrug die höchste jemals künstlich erzeugte Flussdichte 2800 Tesla. Das Magnetfeld eines Neutronensterns jedoch stellt alles in den Schatten. Ganze 10 hoch 6 bis 10 hoch 8 Tesla beträgt das großräumige Magnetfeld eines Neutronensterns. Das sind 1 bis 100 Millionen Tesla und auch der Grund dafür, wieso Neutronensterne so gut beobachtet werden können. Ihre ungeheuerlich riesigen und starken Magnetfelder lenken sehr viele Teilchen ab, die dann als Radiostrahlung mit Radioteleskopen empfangen werden kann. Aus der Stärke solcher Strahlung konnte man von nun an einen direkten Rückschluss auf die Stärke eines Magnetfeldes schließen. Wenn ein Objekt, egal wie groß es ist, ein starkes Magnetfeld aufweist,
kann es umso besser in einem Radioteleskop beobachtet werden. Radioteleskope arbeiten im Radiobereich des elektromagnetischen Spektrums. Dabei handelt es sich um sämtliche elektromagnetischen Frequenzbereiche. Jedwede Strahlung hat einen bestimmten Frequenzbereich, also wie oft eine Welle auftritt. Je höher dieser Frequenzbereich, desto energiereicher die Strahlung. Je niedriger, desto weniger Energie besitzt sie. Die Menschen sehen Licht aus dem sichtbaren Spektrum, welches ungefähr zwischen 100 Terahertz und 1 Petahertz liegt. Radiostrahlung liegt in einem niedrigeren Frequenzbereich als das sichtbare Licht und ist daher weniger energetisch als dieses. Dieser Bereich deckt jene Radiowellen ab, die wir im Haushaltsradio im Kilo- und Megahertzbereich empfangen, aber auch jene, die insgesamt unter 3000 GHz oder 3 Terahertz liegen. Teleskope machen es sich also zunutze, dass natürliche Objekte Radiostrahlung aussenden, um diese aufzufangen, mittels ihres Fokus in elektrische Signale und damit auch in verwertbare Bilder umzuwandeln. Radiowellen technischen Ursprungs lassen sich so ebenfalls empfangen, wobei diese von Radioastronomen oft als störend empfunden werden. Da Neutronensterne nun enorme Magnetfelder aufweisen, bewegen sie sehr viele Photonen im Radiowellenbereich um sie herum. Diese können wir auf der Erde als Radiostrahlung empfangen und auf diese Weise Pulsare sehr gut beobachten. Hier spricht man auch von Radiopulsaren oder Millisekundenpulsaren, Neutronensterne, die sich mehrere hundert Male pro Sekunde um ihre eigene Achse drehen. Dabei strahlen sie kegelförmig einen Puls aus, der in extrem regelmäßigen Abständen empfangen werden kann. Deshalb kann man sie auch als kosmische Leuchttürme bezeichnen. Doch fragen wir uns jetzt an dieser Stelle, was haben Radiopulsare mit Gravitationswellen zu tun und wie können Forscher sich die Regelmäßigkeit der Pulse eines schnell rotierenden Neutronensterns zunutze machen, um die Schwerkraftwellen sichtbar zu machen? Und welche Rolle spielen verschmelzende Doppelsysteme supermassereiche schwarze Löcher dabei? Wir sind nun beim Gravitationswellenhintergrund angelangt und fragen uns, wie die Wissenschaftler so etwas entdecken konnten und wie sie Singularitäten und Radiopulsare verwendeten, um die Mysterien des Universums zu erkunden. David Champion ist Astrophysiker, Doktor der Physik und arbeitet am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Er lebt in Deutschland, spricht Deutsch und als Muttersprache Englisch. Was er in Bonn alles treibt, wird er euch im Folgenden erzählen. Hi David, nice to meet you. It's very, very nice to have you here on the interview and on the podcast. And maybe you are introducing you first. What are you doing at the Max Planck Institute? And what are your responsibilities there? Well, thank you. Very nice to be here. So I'm a senior scientist at the Max Planck Institute for Radio Astronomy in the Fundamental Physics Group, where we primarily are interested in applying astronomy to questions of fundamental physics, like gravity and magnetic fields and so on. So we like to mix those two aspects of physics together. My main responsibility is coordinating the observational side of the Fundamental Physics Group. So we observe using multiple telescopes around the world, and that's sort of my responsibility, is to be coordinating all of those projects we have ongoing. Mm-hmm. My personal interests, of course, lie in the region of pulsars, mm-hmm. These spinning neutron stars that look like lighthouses in space. And so we do both searching for pulsars, finding pulsars that have never been found before, but we also exploit these pulsars, trying to do fundamental physics with them. Mm-hmm. And a large part of that is not just observing, but it's also the computational techniques that are mm-hmm. required to find them and then to make use of them once we have found them. So it's that mixture of things that I find really exciting about working with pulsars and working with radio astronomy. Mm-hmm. Well, you have specialized on gravitational astronomy. Am I right in that? Yes, I mean, that is one of the projects. It's one of my largest projects that I do. we do lots of, like I say, we search for pulsars. We use them to test theories of gravity. Mm-hmm. We use them to look for constraints on the equation of state. So how does matter change as it becomes
ever more dense. And of course, a neutron star is a perfect place to do those experiments. So using our 100-meter telescope in Effelsberg, as well as telescopes around the world, yes, those are the experiments we like to do. And gravitational wave, of course, is one of the largest and certainly the longest running of any of the projects we've had. Wie ihr gehört habt, überwacht David mit seinen Kollegen das European Pulsar Timing Array, kurz EPTA, einer 2004 gegründeten wissenschaftlichen Forschungsgemeinschaft, die es sich zum Ziel gemacht hat, mit Hilfe von Radiopulsaren Gravitationswellen nachzuweisen. Die EPTA sammelt schon seit über 25 Jahren Daten zu Radiopulsaren, in der Hoffnung, eine schon lang in der Physik thematisierte Entdeckung zu machen, den Gravitationswellenhintergrund, der das ganze Universum erfüllen soll, analog zum kosmischen Mikrowellenhintergrund. Doch ist die EPTA nicht alleine. Ergänzt durch NanoGraf aus Nordamerika, PPTA aus Australien sowie chinesischen und indischen Forscherteams suchen Wissenschaftler auf der ganzen Welt nach dem Gravitationswellenhintergrund. Alle in dieser internationalen Forschungsgemeinschaft zusammengenommenen, untersuchten Pulsare werden als das International Pulsar Timing Array, kurz IPTA, bezeichnet. Doch da fragt man sich, wurden Gravitationswellen nicht schon 2016 von Teilchenbeschleunigern nachgewiesen? Wie Gravitationswellendetektoren Schwerkraftwellen aufspüren, erfahrt ihr hier von David. Gravitational waves. How do LIGO, Virgo and other detectors like Kagra in Japan detect gravitational waves? I mean, gravitational waves are swinging space-time, you could say. That's my understanding. But how do they detect gravitational waves from merging black holes, from merging neutron stars, or from merging neutron star and black holes? I mean, everything is possible. I gotta say that the LIGO, Virgo, etc. detectors, they are incredibly impressive. They're looking for, as you say, the warping of space-time as the gravitational wave passes by. So gravitational waves, they produce this stretch squeeze where they start off stretching in one direction, squeezing in the other, and then they go in the opposite direction. And so if you have a detector with two arms, you expect one arm to get shorter and then longer, and the opposite to occur in the other arm. And that is exactly how something like LIGO works. And they have these arms, they're about 4 kilometers long, these arms. Wow. And they bounce lasers down the arms and measure, using an interference pattern, exactly the lengths. And they can look for these tiny, tiny length changes. And the length changes are really minuscule. They are less than the size of a nucleus in an atom. That is the size, that's the variation they are looking for. It's absolutely tiny. And they do this looking for these tiny, tiny variations that occur over the period of seconds to milliseconds. These events occur. And they're looking for, as you say, the merging of these compact objects, whether they're neutron stars or black holes, or a mixture of black holes and neutron stars. When they merge, they create this ripple of gravitational waves, and it's that short ripple that they're looking for. And that's where that's how LIGO and Virgo work. And they're looking at the high frequencies of gravitational waves. So we're talking about 10 hertz to 10,000 hertz. So 10 times a second to 10,000 times a second, the waveform. And that's, so here we're mostly looking at stellar mass black holes, so about the mass of our sun or several times the mass of our sun. And of course, neutron stars, which also are in that same range. The space-based detectors, they work on exactly the same principle. However, in this case, they have a triangle and they're measuring all of the relative positions of the satellites in this triangle. And their arms, well, they're 2.5 million kilometers. Wow. Much, much bigger. And here they're looking at the lower frequency range. So we're talking about 0.1 millihertz to about a hertz. So up to once a second. And so this is now in the crossover range between stellar mass black holes that LIGO and Virgo see, but also now the larger mass binaries, including the so-called supermassive black holes. And this is about the millions to billions of solar mass black holes.
But at this stage, they're looking at the end of their lifetime. They're looking at the very end of their lives as they're beginning to merge. I see, For us, we're looking even lower in frequency. We are going down to the nanohertz. And so this means that even though the gravitational wave is traveling at the speed of light, it takes months or years for that gravitational wave to pass over the Earth because it is such a low frequency. And in our case, we're looking at these supermassive black hole binaries, but not at the end of their lives, but before the end of their lives, when they have orbits, when they're orbiting each other around about 10 years orbits. And that allows us to go right back into the history of the universe and see this sort of cacophony of gravitational waves building all on top of each other from these supermassive black hole binaries. Therefore, it is called gravitational wave background. That's right, It's yes. analogous to the microwave background, which it was discovered some 10, 20, 30 years ago. I mean. That's right. So we call it the background because we are looking at the gravitational waves coming from huge numbers of merging galaxies throughout the history of the universe. And so we're going right back in time. And it's that superposition, that adding up of all of these individual sources, that's the gravitational wave background. And we hope in the future that we'll be able to hit individual sources, but to begin with, we are looking just to see if we can hear this big cacophony coming from the gravitational wave background. So we can state that the merging of black holes and neutron stars is happening like in the kilohertz range, you said. That's right. So when you're talking about the merging, you're up there, particularly with stellar mass black holes, you're up there in the kilohertz range. Or the larger black holes, you're down in the millihertz regime, towards the hertz regime, because they are substantial. They are actually large at that point, so they can be orbit so quickly. So there you're talking about around the hertz regime for the largest black holes as they merge. Wie ihr gerade gehört habt, haben LIGO, Virgo und andere Gravitationswellendetektoren ihre Nachweise im Kilohertz-Bereich getätigt, wo Verschmelzungen von zwei schwarzen Löchern oder Neutronensternen ihren Fußabdruck hinterlassen. David und seine Kollegen erwarten jedoch von einer ganzen Reihe von kosmologischen Ereignissen Nachweise von Gravitationswellen im Nanohertzbereich. Wie elektromagnetische Strahlung können auch Schwerkraftwellen in verschiedenen Frequenzen bei uns eintreffen. Wir haben ja schon gehört, dass supermassive schwarze Löcher verschmelzender Galaxien Doppelsysteme bilden. Sie umkreisen sich für Millionen oder sogar Milliarden von Jahren, bis sie einander näher kommen und sich aus ihrem gravitativen Todesgriff nicht mehr befreien können. Hier sprechen Wissenschaftler von adiabatisch spiralisierenden, binär supermassereichen schwarzen Löchern. Diese sind laut den Autoren der Aufsätze, die ich für den Gravitationswellenhintergrund konsultierte, die lauteste Quelle von Gravitationswellen im Nanohertzbereich. Hier jedoch eine kurze Anmerkung. Der Zeitpunkt des Ringdowns, also die konkrete Verschmelzung von zwei supermassereichen Singularitäten, erschafft Gravitationswellen im Kilohertzbereich. David Champion und seine Kollegen sind hingegen auf der Suche nach Wellen, die sich beim Spiralisierungsvorgang von schwarzen Lochdoppelsystemen ergeben. Werden die Gravitationswellen solcher Doppelsysteme gemessen, bilden sie einen sogenannten unvorhersehbaren Gravitationswellenhintergrund. Doch gibt es naturgemäß noch mehr Ereignisse, die da eine Rolle spielen. You said, well, merging neutron stars, merging black holes produce, once they spiraling into each other, those nanohertz waves. What are other sources of gravitational waves in the nanohertz range? What's possible, actually? Right. So it's interesting. So the high frequencies are the actual merger. The low frequencies are the period before the merger. That's what we're looking at with black holes, with the supermassive black holes. But there are potentially other sources that we can see. So, for example, cosmic strings, if they exist,
course, they're purely a theoretical construct at the moment. But if they exist, they are very large objects and contain mass. And as that mass moves, as it is accelerated, we expect them to produce gravitational waves. And those gravitational waves, due to the size of these cosmic strings, would expect to land in our frequency range. There are other sort of cosmological sources that are highly speculative, like cosmic strings. We concentrate on the supermassive black hole binaries because we're pretty sure they exist. We can see merging galaxies. Yes. It's very interesting, though, to start to use the measurements we're getting to look to see what might look like some of these exotic cosmic string-like structures. But to begin with, we've been concentrating on the black holes, but yes, they are part of the work we do. And as we become more and more sensitive, our measurements become more and more interesting for these exotic sources. Kommen wir auf den Nachweis von Nanoherz-Gravitationswellen zurück. Dieser ist abhängig von der außerordentlich stabilen Rotation eines Objektes, das Astronomen schon seit Jahrzehnten kennen und untersuchen: Pulsare. Genauer gesagt benötigen David und die anderen Wissenschaftler sogenannte Millisekunden- oder Radiopulsare. Ihr habt es ja schon gehört: Radiopulsare sind ultradichte Neutronensterne, die extrem regelmäßige Pulse von Strahlung aussenden, ähnlich wie ein kosmischer Leuchtturm. Diese regelmäßigen Pulse machen Pulsare zu einigen der genauesten natürlichen Uhren im Universum und ermöglichen eine Vielzahl von präzisen astrophysikalischen Messungen. Und was kann präziser sein, als Gravitationswellen in einer der kleinsten bekannten Frequenzen messen zu wollen? You are in the project called European Pulsar Timing Ray. And, well, how does it work? So a pulsar timing array actually works exactly analogously as, say, the LIGO or LISA, so the ground-based and space-based detectors. What we're looking for are length changes between us and another source. But of course, that source has to be a long way away. We can't have arms that are just 2.5 million kilometers or 4 kilometers long. We need arms that are hundreds of billions of kilometers long. And here I'm talking about German billions, big billions. So these are very, very long arms that we need. And the way we do this is we look at pulsars. And of course, pulsars are spinning neutron stars. They have beams of radiation and they pulse like a lighthouse when they rotate. And we use the fact that they are very precise clocks. That we have a precise clock ticking away, billions of kilometers away, and we observe it. And what we're looking for is if that clock was to move slightly towards us, the pulses would be slightly earlier. And if it moves slightly further away, the pulses are further away. So as the gravitational wave passes over the Earth, we expect to see this stretch squeeze effect over the Earth. And by looking at the pulsars over very long periods of time, over decades, we can actually see if we can measure these slight advances in the arrival times of the pulses. Of course, the key to this is being able to predict when these pulses arrive, because the amount of time change we can expect is in the 100 or hundreds of nanoseconds. So we have to observe over, say, 10 years, all of these pulsars. And we have to be able to predict every arrival time to within about 100 nanoseconds to be able to detect the gravitational wave. And so what we do is we observe not just one pulsar, but we observe 20, 30, 40 plus pulsars in order to be able to sample across the sky, but also because pulsars are, we love pulsars, but they are not perfect clocks. They are not perfect clocks. In many ways, they're extraordinary things because they're big flywheels in space. There's not much that interacts with them. However, because they have what we call timing noise, and that's because their internal structure slowly changes over time. At least that's what we
think is the source of this noise. It means they're not the perfect clocks we would like them to be. They're exceptionally good, and some of them do reach the 100 nanoseconds all by themselves. Mm-hmm. But most of them, we need to do work where we can model the noise associated with these pulsars. And that noise comes from the pulsars wobbling, but it also comes from the fact that between us and the pulsar, for every cubic meter of galaxy, there's about one free electron. And that adds up to a lot of free electrons between us and the pulsar. And that affects how the signal goes from the pulsar to us. Mm-hmm. It adds a delay. And unfortunately, if everything was fixed, this would be easy. But that delay changes. Mm. You can think of it as interstellar weather. We're moving, the Earth is moving, the solar system is moving, but so is the pulsar. And so that means we're looking through different clouds of electrons as time progresses. And that means we have different delays. We have to be able to measure these delays and remove them. And that is a key part of what we've been working on to increase the sensitivity mm-hmm. of our timing array. So are all the pulsars in the Milky Way galaxy, or are there pulsars in other galaxies as well? Certainly, pulsars are incredibly weak objects. In the radio, they are unbelievably, I mean, we call them strong in the radio, but actually the energy we receive is okay. Tiny. And so we only see them from our own galaxy. Mm-hmm. And we use our galaxy effectively as the arms of our detector. The mm-hmm. gravitational waves, of course, they're coming from other galaxies much further back in the history of the universe. Some of them, hopefully, local galaxies. Others, though, adding up back across the history of the universe. So we are using our local galaxy as our gravitational wave detector. And so, yes, they're spread around the galaxy. The pulsars we're using for this work, because we need them to be quite bright, they tend to be in our galactic neighborhood, so to mm-hmm. say, only a few hundred parsecs okay. from the Earth. Very large, but still on an astronomical scale, quite nearby. Der Nachweis funktioniert wie folgt. Der Zeitpunkt der Ankunft von Radiosignalen wird von Masern gemessen, einem Gerät, das Mikrowellenstrahlung nutzt, um eine präzise Zeitbestimmung zu ermöglichen. Die Wissenschaftler des EPTH sprechen in ihren Aufsätzen auch vom Time of Arrival. Diese Maser werden mit der internationalen Atomzeit gemessen, einem von 400 Atomuhren berechneten Zeitstandard. Durch eine Phase-Connected Timing Solution wird dann die Ankunftszeit der Radiopulsare modelliert. Diesen komplizierten Begriff können wir auch als phasenverbundene Zeitenlösung beschreiben. Es handelt sich dabei um eine Technik in der Pulsar-Timing-Analyse, die darauf abzielt, die Ankunftszeiten von Pulsarstrahlen über die Messung eines Datasets, oft über Jahrzehnte hinaus, zu ermöglichen. Diese Methode wollen wir uns genauer anschauen, denn sie ist sehr präzise und komplex. Mit der phasenverbundenen Zeitlösung kann man ein Modell erstellen, das die genauen Ankunftszeiten der Pulsare vorhersagt, indem die Anzahl der ganzzahligen Umdrehungen zwischen jeder Beobachtung bestimmt wird. Konkret bedeutet das, diese Methode simuliert die Ankunftszeiten der Pulsarsignale. Normalerweise stimmen die simulierten mit den tatsächlich empfangenen Signalen überein. Durch den Vergleich der vorhergesagten und tatsächlichen Ankunftszeiten der Pulse mehrerer Pulsare in der gesamten Galaxis können Wissenschaftler Abweichungen feststellen, die durch verschiedene astrophysikalische Effekte verursacht werden, einschließlich der Wirkung von Gravitationswellen. Diese Messung der Ankunftszeiten von mehreren Pulsaren wird als Pulsar-Timing-Array bezeichnet und ist die einzige Methode zur direkten Detektion von Gravitationswellen im Nanoherzbereich. Durch die Suche nach korrelierten Verzögerungen in den Ankunftszeiten der Pulse von mehreren Pulsaren im gesamten Universum hoffen die Wissenschaftler, die winzigen Auswirkungen von Gravitationswellen auf das Raum-Zeitgefüge direkt messen zu können. Das bedeutet, dass die Gravitationswellen die Distanz der Pulse zwischen den Pulsaren und der Erde um die kleinsten Bruchteile eines Millimeters verändert, sodass die tatsächlich ankommenden Pulse um einen winzigen Bruchteil einer winzigen Zeiteinheit verzögert sind. Diese Verzögerungen in der Raumzeit durch Gravitationswellen führen zu einem zeitlich und räumlich miteinander verbundenen roten Signal,
Doch reicht ein einzelner Radiopulsar dazu nicht aus. Denn das entdeckte Signal würde, so im Rauschen, anderer Signale völlig untergehen. Es braucht deshalb schon mehrere Radiopulsare, um mehrere rote Signale zu erhalten, die dann miteinander verglichen werden können. Why are there multiple pulsars needed for measuring gravitational waves? I mean, in the pulsar timing array, I read that you have around 60 or 70 pulsars which are you watching, so that these are quite a lot. So why are you needing so many pulsars? That's a great question. I mean, if the pulsar was perfect, we would only need one. We'd be able to look at that perfect pulsar and measure unexpected arrival and delays. The problem is that the interstellar weather, this varying delay caused by the free electrons, that causes delays and advances in the arrival times just because of our motion relative to one another. And of course, the pulsar not being perfect means that we have unexpected delays and advances just caused by the fact that it's wobbling ever so slightly. Mm-hmm. And that that means that if we just had one pulsar, we wouldn't know if we were looking at the gravitational wave, the interstellar medium, or the pulsar's own wobble. Mm-hmm. We need to use multiple pulsars to be able to see that this wobble, this variation, is correlated mm-hmm. across the sky. And on top of that, we need to also look for what we call the quadrupolar signature. Mm-hmm. This is a really important, crucial part of the search for these gravitational waves, because what we want to do is, you know, as the gravitational wave comes by, it gets stretched in one direction. Mm-hmm. And that means that any two pairs of pulsars in the same direction should see the same delay. Mm-hmm. And any pulsars at 90 degrees, they should see the same advance. Mm-hmm. And if we have a look at a pair that are 90 degrees, mm-hmm. they should be anti-correlated with each other. Mm-hmm. So we look for this correlation. We call it the Hellings and Downs curve. And it just means that any nearby pulsars on the sky should be similar. Any 90 degree pulsars should be the opposite. Mm-hmm. And at 180 degrees, they should be similar again. Mm-hmm. And this is really important because mm-hmm. it's not just the pulsars we have to worry about. We have to worry about the clocks at the telescope. Mm-hmm. You know, we're talking about 100 nanoseconds over 10 years. So we have to have very precise clocks on Earth to be able to compare that to. Mm-hmm. So that's one of the things we always have to think about. And in fact, we have a whole project about using pulsars as an Earth time standard. Mm-hmm. On top of that, we have to worry about the fact that the Earth is moving in the solar system. Because the Earth is moving, we've got a delay and we've got an advance. Just because we might be one time of the year we're nearer to the pulsar, mm-hmm. next time of the year further, mm-hmm. you know, 6 months later we're far away. And so in order to take account of the Earth motion around the sun, we have to rely on computing where the center of mass of the solar system is relative to the Earth. Mm-hmm. And to do that, we use a solar system ephemeris. There's one made by the Jet Propulsion Laboratory in America, another one made by the INPOP group in Besançon in France, and we use these models. But we don't 100% rely on them. We also use them, you know, we also use our data to search for, say, a slight change, a slight incorrect mass of Jupiter or one of Jupiter's moons. Mm-hmm. So we have to take all of this into account while we're doing the search. We're even sensitive to the four most massive asteroids. Mm-hmm. Even they would move the Earth slightly, mm-hmm. just enough that we would see a wobble in our data. Now, the good thing is that they look slightly different to the gravitational waves. So if I have a clock problem, all of my pulsars react exactly the same way. We call this a monopulsing. If the Earth position is incorrect, then all of the pulsars in one direction have the opposite effect to all of the pulsars in the other direction, mm-hmm. because we've just moved the Earth. Mm-hmm. And so that means we have a dipolar signal. In our case, of course, we're looking for a quadrupolar signal. Mm-hmm. And so for us to be 100% sure that what we're looking at is a gravitational wave and not just some
other noise source. We are, it's really important that we see this pattern on the sky. Okay. In effect, the quadrupolar pattern means that you at least need four pulsars, two in every direction, like 90 degrees, and the reaction to the gravitational waves should be opposite to each other. That's right. So we want to be able to sample this curve, and that means every pair. So if we have two pulsars, we have one pair. If we have three pulsars, we have the pairing of each, and so on. You can calculate. So very quickly, as you increase the number of pulsars, you get a very large number of pairings. And it's that number of pairings that's very important, okay, allowing us to sample this range. And so you're right, the critical positions are too close to each other, a pairing that's 90 degrees and a pairing that's 180 okay degrees. Those are, of course, the crucial measurements, but we actually need, realistically, at least 6, 12 pulsars to have a good coverage. And in fact, it's when we start getting up into the tens of pulsars where things really begin to add up, and we start to sample that curve. Of course, some pulsars are better than other pulsars, and so we usually find the first 10 pulsars carry most of the weight. Das so gefundene rote Signal existiert in Daten aus 12,5 Jahren Beobachtung im 2020 veröffentlichten Dataset des nordamerikanischen Nanograph und im zweiten Dataset des PPTA und sogar 2022 im internationalen Pulsar Timing Array. Wir haben also mehrere voneinander völlig unabhängige Stellen, die Gravitationswellen im Nanoherzbereich anhand des roten Signals nachgewiesen haben. Mit Fug und Recht können wir deshalb sagen, David und die anderen Wissenschaftler haben eine sehr große Entdeckung gemacht. Einen Fund, der in die Annalen der Physik eingehen wird. Es gibt also das komplette Universum durchdringende Gravitationswellen im Nanoherzbereich, das wie eine Art kosmisches Hintergrundrauschen alles ausfüllt. Ähnlich wie der kosmische Mikrowellenhintergrund gibt es also ein zweites Phänomen, das auf Vorgänge im kompletten Kosmos aufmerksam macht und den Wissenschaftlern Daten zur Frühzeit des Universums liefert. The gravitational wave background. What does this discovery mean for the early times of the cosmos? Of course, what we've seen so far is we've measured the what appeared to be gravitational waves. So we're not 100% sure because we only have a 3.5 to 4 sigma detection at the moment. And to be confident, we'd like to have 5. But if we assume that what we see at the moment is the gravitational wave background, then what's already interesting is that it is slightly stronger than we would expect. Not only is it slightly stronger, we look at the spectrum of it. In other words, how bright is it at different frequencies? Now, we expect it to be brightest at the lowest frequencies. The reason for that is that as the supermassive black hole binaries, as they orbit one another, these black holes, they spend longer in the wider part of the orbit than they do in the shorter part of the orbit. So as they get closer together, they quickly decay and merge. So we expect the lowest frequency to be the brightest. Now, what we've discovered is that it appears that this spectrum is steeper than we expected. In other words, the lower frequencies are even stronger than the higher frequencies than we had thought. Now, okay, this is a very weak signal still, but it's already making us wonder if instead of seeing that these binaries are in circular orbits, one explanation is that we are already seeing evidence of small amounts of eccentricity. So they're no longer perfect circles, they've got this slight ellipticality to their orbit. And that would, for example, cause the signal to be slightly stronger and the spectrum to be slightly steeper. And so if that combination is already beginning to hint at a bit of science about the gravitational wave background, and it already beginning to tell us about the history of galaxy mergers throughout the history of the universe. So we can say, right, this is the rate of merger, this is the rate of, therefore, the merger of galaxies as well. And so that's where we're beginning to become quite interested. And as this signal becomes more and more well-defined, we'll be able to say more concrete things about
How much, if it is eccentricity, how much eccentricity are we beginning to see? And what does that mean for the merger? Because the eccentricity is affected by things like the gas and dust that surround these black holes. As they exchange mass, as there's interaction with the environment, that tends to make those orbits more and more circular. And so that's already beginning to give us little clues. It's very early days, but it's exciting because just already at the beginning, we can begin to see some sort of some of the history of the cosmos beginning to come through in our data. Damit können Astronomen nun Rückschlüsse darauf ziehen, wann die Singularitäten miteinander verschmolzen sind, in welchen Zeiträumen dies geschehen ist und wie der Vorgang der Spiralisierung genauer aussieht. Wir haben gelernt, dass Gravitationswellen umso stärker werden, wenn das sie verursachende Objekt sich schneller bewegt. Wenn wir nun zwei schwarze Löcher haben, die sich mit großen Geschwindigkeiten aufeinander zubewegen, dann dürften die von ihnen ausgestoßenen Gravitationswellen mit der Zeit immer heftiger anwachsen und den Nanoherzbereich verlassen bzw. ihre Frequenz verändern, wenn sie häufiger auftreten. Das muss jedoch noch nachgewiesen werden, da Astronomen noch wenig über den Verschmelzungsvorgang überhaupt wissen. Man konnte dieses Ereignis bislang nur simulieren. Konkret beobachten geht selbstverständlich nicht, da schwarze Löcher unsichtbar sind. Das rote Signal besitzt eine relativ hohe Amplitude, das heißt, es sticht aus dem Rauschen des Universums deutlich heraus. Daraus können Wissenschaftler etwas über die Beziehung von supermassereichen Singularitäten und ihrer Wirtsgalaxie ableiten. Wie sehr tragen sie zur Entwicklung einer Galaxie bei? Wie lange werden sie von ihrer Galaxie gefüttert? Gibt es Hungerphasen, die sich mit Fütterungsphasen abwechseln? Werden schwarze Löcher von Gas, Staub und Sternen einer Galaxie abgebremst und kann so der Spiralisierungsvorgang überhaupt eingeleitet werden? Die Beantwortung letzterer Frage könnte durch die Nanoherz-Gravitationswellen beantwortet werden und würde ebenfalls eine Antwort auf das letzte Parsec-Problem liefern. Die von David und anderen Wissenschaftlern gemachte Entdeckung erschüttert im wahrsten Sinne des Wortes unser Weltbild. Sie liefert einen weiteren Beweis für die allgemeine und spezielle Relativitätstheorie Einsteins und die Vorstellung der Astronomen von miteinander verschmelzenden, supermassereichen Singularitäten. Doch sind diese Gravitationswellen unvorhersehbar? Sie sind zwar überall, also im ganzen Universum, treten aber rein zufällig auf. Das hat mit der Natur der verschmelzenden schwarzen Löcher zu tun. Galaxienkollisionen und die nachfolgende Fusion der Singularitäten sind Ereignisse, die im frühen Kosmos zwar recht häufig geschehen sind, doch im Laufe der Zeit immer seltener wurden und werden. Heutzutage sind Galaxienkollisionen wohl eher ein Ding der Seltenheit. Wir wissen nur von wenigen aktuell in der lokalen Gruppe geschehenden Verschmelzungsvorgängen. Wir wissen, dass sich die Milchstraße gerade die ein oder andere Zwerggalaxie einverleibt und dadurch noch weiter anwächst. Wir wissen auch, dass Milchstraße und Andromeda miteinander kollidieren und zu einer riesigen, elliptischen Galaxie namens Milchdromeda anwachsen werden. Auch die dadurch verursachte Verschmelzung von Sagittarius A-Stern mit dem Kern von Andromeda wird zu den Gravitationswellen beitragen, doch wird der Zeitpunkt ihrer Fusion noch viele Milliarden Jahre andauern. Erst verschmelzen die Scheiben und Kernbereiche beider Galaxien miteinander. Wenn sich bereits die neue Galaxie ausgebildet hat und die schwarzen Löcher in ihrem Zentrum genügend abgebremst wurden, werden auch sie miteinander kollidieren. Das wird eines der letzten großen Ereignisse in unserem lokalen Galaxienhaufen sein. Milchdromeda wird mit der Zeit verblassen, denn es werden immer mehr Sterne verlöschen. Am Ende besteht diese Galaxie dann ausschließlich aus roten Zwergen, weißen und schwarzen Zwergen und schwarzen Löchern in ihrer Scheibe und einer supermassereichen Variante in ihrem Zentrum. Neben den Verschmelzungen supermassereicher Schwerkraftfallen gibt es in der Theorie noch die Fusion einer weiteren Objektklasse, die gerne außen vor gelassen wird, welche für die Detektion von Schwerkraftwellen und die chemische Entwicklung einer Galaxie jedoch von außerordentlicher Bedeutung ist: die Verschmelzung von Neutronensternen. Astronomen können mit großer Sicherheit sagen, dass Neutronensterne die Überbleibsel von Riesensternen sind.
Der Kernbereich eines Riesensterns wird bei seinem Kollaps so sehr verdichtet, dass Elektronen und Protonen in komplizierten Nuklearprozessen zu Neutronen zerfallen. Neutronensterne erhielten ihren Namen also nicht von ungefähr. Wir müssen uns diese Sternleichname als ultrakompakt vorstellen. Neutronen sitzen direkt an anderen Neutronen, herkömmliche Atome wie in Sternen gibt es nicht mehr. Das Zusammenkommen von zwei Neutronensternen wurde von der Wissenschaft jedoch noch nicht so häufig nachgewiesen. Die Kollision erzeugt elektromagnetische Wellen und auch Gravitationswellen. Die bei solchen Verschmelzungen gewonnenen Daten ermöglichen den Wissenschaftlern jedoch nicht nur den Nachweis von Schwingungen der Raumzeit, sondern auch die Bestimmung der Hubble-Konstante, einer Schlüsselgröße in der Kosmologie, die Aufschluss über die Expansionsrate des Universums gibt. Diese Anwendungen zeigen, wie die Untersuchung von Neutronensternen dazu beiträgt, die Grenzen unseres Wissens über das Universum zu erweitern. Am 17. August 2017 gelang es Astronomen, sowohl ein klar definiertes Gravitationswellensignal als auch elektromagnetische Strahlung von zwei kollidierenden Neutronensternen zu registrieren. Dieses Ereignis wird als GW170817 bezeichnet und stellte einen signifikanten Meilenstein in der Entwicklung der sogenannten Multi-Messenger-Astronomie dar. Die Multi-Messenger-Astronomie, ein Bereich, der seit der gleichzeitigen Entdeckung von Licht und Neutrinos der Supernova SN 1987A an Bedeutung gewonnen hat, bezieht sich auf die gleichzeitige Beobachtung verschiedener Arten von Signalen oder Botschaftern aus dem Weltraum. Die gleichzeitige Beobachtung von Gravitationswellen und elektromagnetischer Strahlung liefert ein reichhaltigeres und detaillierteres Bild von astrophysikalischen Ereignissen und ermöglicht ein tieferes Verständnis der zugrunde liegenden Prozesse. Die Rolle der Multi-Messenger-Astronomie besteht nun darin, diese verschiedenen Signaltypen, die alle von derselben Quelle stammen können, sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit der Arbeitsweise eines Detektivs, der einzelne Hinweise zu einem plausiblen Gesamtbild zusammenfügt. Wenn beispielsweise in einem Haus eingebrochen wurde und der Detektiv Fußabdrücke untersucht, muss er sichergehen, dass diese vom Dieb stammen und sie mit Fingerabdrücken und eventuellen Haut- oder Haarresten übereinstimmen. Ähnlich verhält es sich mit der Astronomie. Doch begegnen Astronomen eine Vielzahl von Signalen im Kosmos, unter denen sich dann auch Hinweise auf die Kollision zweier Neutronensterne verbergen können. Diese Signale unter vielen ausfindig zu machen, ist gar nicht so einfach. Die Masse von Neutronensternen wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Sie liegt zwischen 1 und 2,5 oder auch 3 Sonnenmassen. Jedoch haben diese Sternleichname aufgrund ihrer enormen Dichte nur einen Radius von 10 bis 15 Kilometern, was, wie wir wissen, der Größe einer typischen Stadt entspricht. Trotz ihrer geringen Größe wohnt ihnen die Masse von einer 500.000 Erden inne. Nun müssen nur noch die Voraussetzungen gegeben sein, um ein solches Doppelsystem zweier sich umkreisender Neutronensterne zu finden. Dazu braucht es ein ursprüngliches Sternensystem, in dem zwei Riesensterne sich nahe beieinander befinden. Rund die Hälfte aller Sternensysteme der Milchstraße gelten zwar als Doppelsternsysteme, doch dürften zwei Riesensterne in einem System sehr selten sein. Nun müssen die beiden Sterne auch noch sehr eng beieinander sein, was noch seltener sein dürfte. Beide Sterne explodieren irgendwann in einer Supernova und hinterlassen jeweils einen Neutronenstern. Weil sich schon die Riesensterne eng umkreisten und sie ihre Orbits durch ihre Expansion am Ende ihres Lebens schwächten, liegen auch die Neutronensterne sehr eng beieinander. Dabei bewegen sich diese Neutronensterne durch die Aussendung von Gravitationswellen unweigerlich aufeinander zu. Erst dürfte diese spiralisierende Annäherung sehr langsam sein, mit fortlaufender Annäherung jedoch immer schneller vonstatten gehen. Die winzigen Schwingungen der Raumzeit verringern die Energie und den Drehimpuls des Systems, sodass sich die Neutronensterne kontinuierlich annähern. Nach vielen hunderten Millionen Jahren nähern sie sich schließlich auf wenige Dutzende Kilometer an und umkreisen sich kurz vor dem Zusammenstoß noch einige hundert Mal pro Sekunde. Bei ihrer Kollision geschehen mehrere Dinge gleichzeitig. In diesem Zusammenhang detektierte der Satellit SWIFT der NASA im Jahr 2013 einen intensiven Gammastrahlenblitz, der als kurzer Gammastrahlenausbruch, auch SGRB, also Short Gamma Ray Burst, bekannt ist.
Die, die Daten des SWIFT-Satelliten analysierenden Astronomen schlugen vor, dass diese Emission durch den radioaktiven Zerfall schwerer Elemente angetrieben wurde, die frisch in der Verschmelzung eines kompakten Binärsystems synthetisiert wurden, bestehend aus zwei Neutronensternen oder einem Neutronenstern und einem schwarzen Loch. Wenn diese Interpretation korrekt ist, könnte diese Beobachtung tiefgreifende Konsequenzen für die Hochenergiephysik, die kosmische Nukleosynthese, also die Erschaffung von Elementen durch Fusion, und die Detektion von Gravitationswellen haben. Es gibt zwei Arten von Gammastrahlenausbrüchen im Kosmos, jede von unterschiedlicher Dauer. Lange Ausbrüche dauern länger als etwa 2 Sekunden und werden durch den Tod einer seltenen Art massereicher Sterne erzeugt, während kurze Ausbrüche weniger als 2 Sekunden dauern und vermutlich aus kompakten Binärverschmelzungen resultieren. Übrigens sind uns bisher nur 10 Systeme bekannt, die 2 Neutronensterne enthalten. Die letzten Momente der Spirale, also der Spirale zweier Neutronensterne, und die endgültige Verschmelzung sind die Hauptziele für erdbasierte Gravitationswellenlabore wie LIGO, Virgo oder KAGRA in Japan. Das Gravitationswellensignal enthält nicht nur Informationen über die physischen Parameter des verschmelzenden Systems, zum Beispiel die Massen und Spins der Neutronensterne. Sie trägt auch das Muster der bei schwerer als Atomkerne auftretenden Dichten, also wenn Neutronen durch die immense Schwerkraft eines Neutronensterns so eng beieinander liegen, dass es zwischen ihnen nahezu keinen Platz mehr gibt. Gravitationswellensignale lassen Astronomen jedoch blind für die Umgebung sein, in denen diese Verschmelzungen stattfinden, also für die Wirtsgalaxie und den konkreten Ort der Neutronenstern-Doppelsysteme. Daher ist die Multimessenger-Astronomie hier von enormer Bedeutung, denn die bei der Verschmelzung von Neutronensternen stattfindende Kernfusion in Form der Nukleosynthese findet bei unglaublich hohen Temperaturen statt und sendet hochenergetische Strahlung aus. Tatsächlich werden einige der wertvollsten Metalle des Universums wie Gold und Platin durch die Verschmelzung zweier Neutronensterne geschaffen. Habt ihr eine goldene Kette oder einen goldenen Ring, betrachtet ihn als ein Geschenk zweier ultradichter Sterne, die miteinander kollidierten und deren Produkte sich nun an eurem Hals oder Finger befinden. Bei solchen Verschmelzungen werden etwa 1% einer Sonnenmasse an neutronenreicher Materie herausgeschleudert. Der Rest des Materials der Neutronensterne kommt irgendwie zusammen. Damit beschäftigen wir uns gleich. Astrophysikalische Berechnungen zeigen, dass dieses ausgeworfene Material, also diese 1% einer Sonnenmasse, vollständig aus schweren, sogenannten schnellen Neutroneneinfangelementen besteht. Solche Elemente entstehen durch den schnellen Einfang von Neutronen auf bestehenden Atomkernen, einem Mechanismus, der als R-Prozess bekannt ist. Im Allgemeinen führt das Hinzufügen neuer Neutronen zu bestehenden Kernen nicht zu stabilen Konfigurationen, was zu einer Art Wettbewerb zwischen weiteren Neutroneneinfängen und radioaktiven Zerfällen führt. Wenn viele Neutronen vorhanden sind, wie im Fall von zerstörtem Neutronensternmaterial, können sehr schwere und neutronenreiche Kerne erzeugt werden, die weit weg vom Tal der Stabilität entfernt sind, dem Ort, an dem alle stabilen Kerne im nuklearen Diagramm residieren. In den extremsten Fällen stoppt der Neutronenfang erst in der Nähe der sogenannten Neutronentropflinie, dem Punkt, an dem Neutronen nicht mehr gebunden sind und einfach aus den Kernen heraustropfen können. Sobald alle verfügbaren Neutronen verbraucht sind, zerfallen die instabilen Kerne mit einer Vielzahl von radioaktiven Halbwertszeiten in Richtung Tal der Stabilität. Wenn dieser schnelle Neutroneneinfang innerhalb des ausgestoßenen Materials auftritt und ausreichend Radioaktivität übrig bleibt, wenn das ausgestoßene Material transparent wird, sollte dies zu einem radioaktiv betriebenen elektromagnetischen Übergang führen. Das beobachtete Ereignis könnte das erste jemals beobachtete dieser Art sein. Doch was geschieht mit den restlichen 99% an Material der Neutronensterne? Verschmelzen die Neutronensterne einfach zu einem größeren und massereicheren Objekt? Nun, für Neutronensterne existiert tatsächlich ein Masselimit. Dies wird als Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit bezeichnet und gilt als eine Obergrenze für die Masse von kalten, nicht rotierenden Neutronensternen, analog zum Chandrasekhar-Limit für weiße Zwerge. Wenn die Masse eines Neutronensterns das Limit erreicht, wird er zu einer dichteren Form zusammenbrechen, höchstwahrscheinlich zu einem schwarzen Loch.
Verschmelzen nun zwei Neutronensterne miteinander, gibt es zwei mögliche Ergebnisse. Es wird ein noch massereicherer Neutronenstern geben, der aufgrund der bei der Verschmelzung auftretenden Kräfte mehrere tausende Male pro Sekunde um seine eigene Achse rotiert. Man nennt diese Neutronensterne auch Magnetare, denn sie haben ein atemberaubendes Magnetfeld von mehreren Milliarden Tesla. Magnetare sind sehr selten und Astronomen glauben, dass sie entweder das Ergebnis des Zusammenbruchs eines besonders massereichen Riesensterns sind oder eben der Kollision zweier ultradichter Sternleichname. Das Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Limit wird insgesamt etwa bei 2,01 bis 2,17 Sonnenmassen angesetzt, könnte jedoch auch darüber liegen. Astronomen rechnen damit, dass die bei Magnetaren durch ihre ultraschnelle Rotation auftretenden hohen Fliehkräfte selbst bei Überschreitung dieser Massegrenze noch einen stabilen Zustand erreicht. Nimmt seine Rotation ab, könnte er theoretisch zu einem schwarzen Loch zusammenfallen. Ein Ereignis, das so allerdings noch nie beobachtet wurde. Astronomen rechnen aber mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit mit einem schwarzen Loch als Produkt aus einer Neutronensternverschmelzung. Wenn Neutronensterne im Mittel bei etwa 1 bis 2 Sonnenmassen liegen und zwei von ihrer Art zusammenkommen, überschreiten sie ihre Masseobergrenze sehr schnell. Astronomische Berechnungen sagen voraus, dass aufgrund des Massenverlusts während der Sternenentwicklung ein schwarzes Loch aus Neutronensternverschmelzung eine Masse von maximal 10 Sonnenmassen haben kann. Wenn man nun bedenkt, dass normale stellare schwarze Löcher, also schwarze Löcher, die aus Sternenexplosionen entstehen, eine Masse von etwa 20 Sonnen besitzen, dürften die aus Neutronensternverschmelzung entstehenden Singularitäten eine neue Klasse von Objekten bilden. Wir wollen diese Form der Neutronensterne hier massearme stellare schwarze Löcher nennen, die am wenigsten massereiche Klasse von Singularitäten vor stellaren, mittelmassereichen, super- und ultramassereichen Singularitäten. Ob verschmelzende Neutronensterne nun auch Gravitationswellen im Nanoherzbereich produzieren, ist allerdings eine ganz andere Frage. Die Wissenschaftler gehen in den von mir konsultierten Aufsätzen zwar von der Produktion von Schwingungen der Raumzeit in dieser Frequenz aus, doch wurden bislang nur Kollisionen zweier schwarzer Löcher als Quelle davon tatsächlich nachgewiesen. Es ist vorstellbar, dass zwei Neutronensterne ebenfalls solche Gravitationswellen erst dann produzieren, wenn sie noch näher beieinander sind als die schwarzen Löcher. Neutronensterne sind nämlich deutlich weniger dicht als schwarze Löcher, weshalb ihre Auswirkungen auf die Raumzeit zwar immer noch gewaltig, aber deutlich geringer sein dürfte als bei jenen ultimativen Schwerkraftfallen, die wir als Singularitäten bezeichnen. Von der allgemeinen Relativitätstheorie bis hin zu Gravitationswellen im Nanoherzbereich. Astronomen haben einen weiten Weg zurückgelegt und dabei Entdeckungen gemacht, die vor 100 Jahren noch für unvorhersehbar galten. Genauso unvorhersehbar ist auch die größte Entdeckung in der Physik seit langer Zeit. Der zufällige oder auch nicht vorhersehbare Gravitationswellenhintergrund ist ein Fund, der jahrzehntelang vorbereitet wurde. Tausende Physiker schlugen sich nächtelang mit Formeln, Radiopulsaren und ihren Signalen herum. Sie tätigten detaillierte Beobachtungen und sammelten auf diese Weise über 20 Jahre lang Daten, die Ende Juni 2023 in eine weltweit simultane Veröffentlichung von Dutzenden Aufsätzen mündeten. Hunderte Physiker wirkten daran mit, die Gravitationswellen genauer zu verstehen und Radiopulsaren minimalste Veränderungen in der Ankunftszeit ihrer Pulse im Vergleich mit vorhergesagten Ankunftszeitpunkten zu entlocken. Sie entdeckten, dass das ganze Universum von Gravitationswellen erfüllt ist und dass verschmelzende, supermassereiche Singularitäten Signale im Nanoherzbereich produzieren. Doch ist dieser Gravitationswellenhintergrund unvorhersehbar, weil diese Ereignisse nicht ständig im Universum passieren. Er ist damit zwangsläufig asymmetrisch. Und wer weiß, wie die Zukunft der Astronomie mit dieser Entdeckung aussieht und welche Funde damit noch möglich sind. What discoveries are possible with gravitational waves in the future? What do you think? You said something about cosmic strings. Can you explain that a little further? Yes. So, I mean, you know, cosmic strings are purely theoretical. Mm-hmm. But
like many things that are purely theoretical, they, you wonder if these things will turn out to be real. For a long time, black holes were completely theoretical. A lot of people said they can't exist. Nature won't let such a thing happen. And yet they do. There they are. And strings, cosmic strings, are another one of these constructs that, again, it's very difficult to find evidence for, but the gravitational waves might give us some. What's interesting there is that we were looking talking about the spectrum of the gravitational wave background caused by supermassive black hole binary mergers. If we had superstrings, we would expect to see a different spectrum. We'd expect that spectrum to be changed by the presence of these cosmic strings. So that's one of the things we'd be able to do. Another thing that we would be able to do is, as I say, we'd want to look for individual sources. And when we can look at individual sources, we can look at their history in great detail. That's the thing that is another very exciting thing, and we'll be able to see how that particular system has evolved over time. But we can do potentially more. Different theories of gravity predict slightly different variations of gravitational waves. So, of course, general relativity is an incredibly successful theory of gravity. I mean, it's one of the most successful theories that have ever been produced. And yet we know it doesn't work at the quantum scale. We know that at some point, surely it must not be completely correct. It seems incredible that such a simple theory, really, such a simple theory should still work in a mass regime that Einstein couldn't possibly have predicted. And so by looking at, for example, the exact shape of this correlation, that changes depending upon the exact theory of gravity we use. Of course, to do that, we need to be extremely sensitive, and that means bigger, better telescopes, longer observations, and so on. But that's one of the things we're looking to do. Der unvorhersehbare Gravitationswellenhintergrund muss sich hier einen Vergleich mit dem kosmischen Mikrowellenhintergrund gefallen lassen. Dieser entstand vor ca. 300.000 bis 380.000 Jahren, als das Universum noch superdicht und ultra heiß war. In einem als Entkopplung bekannten Prozess wurde das Universum durchlässig für Strahlung. Diese Entkopplung ist als Fußabdruck im Mikrowellenhintergrund zu sehen. Diese Strahlung erfüllt das ganze Universum und ist immer konstant. Sie tritt überall auf und ist äußerst schädlich für Lebewesen. Astronauten an Bord der ISS oder irgendwann mal auf dem Mars haben eine schwierige Zeit, sich vor ihr zu schützen. Sie kann von jedem beliebigen im Mikrowellenbereich arbeitenden Satelliten gesehen werden. Dass sie überall vorkommt, teilt sie sich mit dem Gravitationswellenhintergrund. Hier hören die Gemeinsamkeiten jedoch schon auf. Die Gravitationswellen im Nanoherzbereich sind alles andere als konstant. Sie treten zufällig auf, weil ihre Entstehungsorte, verschmelzende supermassereiche schwarze Loch-Binärsysteme, ja nur einmal verschmelzen. Galaxienkollisionen geschehen nicht immer und auch nicht überall. Es mag Galaxien geben, die nur eine Mindestzahl an Verschmelzungen erfahren und massearm bleiben. Doch haben Forscher bereits Sterninseln mit der mehrfachen Masse der Milchstraße gefunden. Galaxien, die Dutzende von Billionen von Sternen umfassen und Millionen von Lichtjahren groß sind. Sie beherbergen ultramassereiche schwarze Löcher, Singularitäten, die viele Milliarden Sonnenmassen wiegen. Hier scheint es keine Obergrenze für die Masse von diesen schwarzen Ungetümen zu geben. Wir vermögen uns kaum vorzustellen, durch wie viele Kollisionsvorgänge diese Galaxien gegangen sind und wie hochfrequent schwarze Löcher in ihren Kernen miteinander verschmolzen. Im Gravitationswellenhintergrund dürften Astronomen, wenn sie noch weiter an ihnen forschen, fündig werden und diese Ereignisse besser rekonstruieren. Sie könnten es schaffen, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, in eine Zeit, als Galaxienkollisionen auf der Tagesordnung standen. What exactly can you at the moment say about merging black holes and the early cosmos? I mean, you said something about that you can, for example, record, let's say, record certain individual events. But I think at a project, you have been there for 16 years.
And That's right. what did you learn about merging supermassive black holes in the early cosmos? Right. Well, the first thing we learned was that it's rarer than we first thought. So when we started the project, we thought it would be 5 to 10 years before we would have a measurement, be able to have a detection. And that's because at the time, the merger rate of black holes was thought to be much higher than we now know it to be today. And so as we were continuously making our observations, we started to place limits. We couldn't say we made a detection. There was nothing yet detected. But we could say it must be weaker than this particular level. And that was already beginning to combine with other observations people were making in the optical. They were looking at black hole, sorry, looking at the nuclei of galaxies and seeing how many times they could see double nuclei. They were looking at the number of interacting galaxies they were seeing, and so on. And so all of this information came together with our results, and we started to realize that the merger rate was actually less, was actually lower than we thought it was going to be. And so for a long time, we started, we were pushing down this number, and we were thinking, gosh, it's lower than we thought. It's considerably lower. And that's a very interesting thing, because it meant our models, our initial models, were too simplistic. But then about 6 years ago, our numbers stopped going down and they started flat. And that's when we started to think, well, either we've reached the limits of what pulsars can do, or we're beginning to see the beginnings of this detection. And a few, 4 or 5 years ago, we had already this small blip in our data, and it was in the right place, but we didn't have this pattern on the sky yet, so we couldn't do anything with it. It could have been from anything. But now that we see it, we can already say that the models that we have now are indeed about right. Although, as I say, it's slightly stronger than we expect. And this extra strength disagrees marginally with models coming from other bits of information, such as the optical, such as the radio, and so on, where we're looking, where you can actually see the mergers. They're slightly surprised by the strength. Now we have to be careful because it's still an early detection, but it does imply that it's slightly stronger. There's a lot of potential reasons for that. One could be that there are selection effects in the other frequencies, meaning they're not seeing everything, all of these mergers that they think they should be. It could be, as I said, it could be just simple eccentricity. Could be that we're looking at eccentric systems, and that would be telling us about the fact that there's perhaps less gas and dust in the center of these mergers than models were predicting. They're not quite as circular as we were expecting. It's that type of thing, and that's actually great news for us. If there are eccentric systems out there, then that improves our sensitivity much, much greater. So we're just beginning to get just the hints of the science we can achieve, but it will be, as the next few years progress, look, and we get much clearer signal of the gravitational wave background. Hopefully, as we combine data internationally, get even more sensitive, then we'll be able to talk much more clearly, much more specifically about how long it takes a galaxy, the binary black holes in the galaxies, to begin to merge, how long those in spirals take, whether or not they have any degree of eccentricity, and how much and how many of them have that eccentricity. That's where we'll be able to begin in the next few years to really contribute to the history of galaxy mergers. The really exciting thing comes when we are able to pick out a single voice from the cacophony, when we'll be able to pick out that single, that first black hole binary on its own. Then that will be a big boost in our science. But as I say, amazingly, even though we have such a weak detection to begin with, we're already able to begin to do science with it. So that's exciting for us. At which point in your project have you been 100% sure that you have discovered the gravitational wave background?
in which time or in which phase of the project did you have the perfect clue for it? So we don't, even now, we would never say we're 100%. Okay. What we would say is we're around 99%, 97, 98%. We have a measurement of something like, depending upon which array you use, it's anywhere between about 3.5 to 4.5 sigma. Meaning, ideally, we like 5 sigma. 5 sigma tells us there's about a chance in a million that we're wrong. Mm-hmm. At the moment, we're not there. We're in a chance of thousands where mm-hmm. we're wrong. So we don't have that absolute certainty. However, the thing that really makes us confident is that we have different groups around the world. We have the Americans, for example, mm-hmm. and the Europeans. We've both got these detections of a few sigma. And because we work largely independently, we've got different telescopes, mm-hmm. we've got different computers, we've got different people and different techniques. And so the fact that we're seeing the same thing, that we're in agreement with each other, this gives us tremendous confidence. Mm-hmm. But actually, there was no one moment. Mm-hmm. It's been ever since we saw the first hints of this signal from 6 years ago, it's been this slowly increasing confidence. Mm-hmm. As we worked through the data, as we sat there and thought, right, what else could it be? What else could we be doing? How can we check ourselves? Mm-hmm. And sometimes we do something and we think, oh, you know, that I'm very confident now. And other times you do something and think, oh, that's a worry. I need to work more and convince myself mm-hmm. that's not a problem. So as I say, never be, you know, we're not 100% convinced, but we are 99.something percent convinced. And it's the international collaboration that is so important to us feeling confident about this. The goal would be that you are researching more pulsars in the future? Probably we will always be adding more pulsars. Uh-huh. So we search for pulsars, and anytime we find one that looks like it's a good clock, in other words, it's boring. We don't want interesting pulsars. Interesting mm. pulsars are complicated. We want boring pulsars. So we find when we find the boring pulsars, we put them in the timing array, and that's where things that's where they can be very useful. But actually, it's the international collaboration, I think, which will really help. Mm. In South Africa as well, there's a telescope there, the Meerkat telescope. They've been taking data for about 4 or 5 years now. Mm-hmm. And those data will also be excellent. So when we combine internationally, that should be an incredible data. It's a very complicated data set with so many telescopes, so many different computers and so on. But it will be an incredibly powerful data combination. I hope that you find the boring pulsars more frequently. Yeah, thank you for being in this interview. And is there anything you want to say to our viewers? Just watch this space over the next few years. You know, that we're hoping that this is just the beginning. We expect mm-hmm. this just to be the beginning of this new, you know, window to the gravitational wave universe. Mm-hmm. Albert Einstein zeigt uns die Tür der Gravitation. Er macht uns darauf aufmerksam, dass irgendwo Wellen lägen, welche die Raumzeit selbst veränderten. 2016 wurden die ersten Gravitationswellen im Kilohertzbereich detektiert, nachdem sie jahrzehntelang vorhergesagt, doch mangels technologischer Ausstattung noch nicht entdeckt wurden. Dadurch wurde die Tür der Gravitation das erste Mal geöffnet und die Wissenschaft erhielt einen Blick, was sich dahinter verbarg. 2023, also dieses Jahr, wurde die Entdeckung von Schwerkraftwellen im Nanoherzbereich verkündet. Wissenschaftler arbeiteten Jahrzehnte daran, die verzögerte Ankunftszeit der Signale von Radiopulsaren zu messen. Die Wissenschaft setzte nun ihren ersten Schritt über die Türschwelle und entsteht nun in einem zwar seit über 100 Jahren bekannten, aber noch gänzlich unerforschten Bereich der Physik.
Der hinter der Türschwelle liegende Bereich des Weltraums führt uns in seine tiefe Vergangenheit. Und wir können nur erahnen, was er noch verbergen mag und welche Entdeckungen dort ihre Enträtselung harren. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal kurz bei David Champion bedanken, der geduldig meinen Fragen lauschte und ohne den dieses Video niemals möglich gewesen wäre. Danke auch nochmal an Jessica Koch vom MPI für Radioastronomie und für die Vermittlung an David Champion.